So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Samstagabend mit eurem lieben Uli. Hallo, habt ihr Bild, habt ihr Ton? Könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören? Sagt mal Bescheid. Warte mal, Spiel läuft auch schon. So, 3 plus, ich muss noch kurz was holen, Moment. So, ihr habt gesehen, wir haben heute ein Giveaway. Einfach mal Ausrufezeichen Giveaway in den Chat. Heute gibt's die Drake Corsair. Und vielen Dank, sorgenvoll frei für dein Abo. Vielen Dank. Herz für dich. Ich musste das alles noch vorbereiten, deswegen hat das Intro jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber ihr seid ja alle noch da. So, ich begrüße jetzt alle Leute, die schon da sind. Erstmal der liebe Seppli, dann Game for Life, dann Graf Päckchen, dann den lieben Data Runner, das ist der Chris, dann Berkin, dann Lutzer 10, dann Shaolino, dann Maujak 55, dann Marfais, dann Monster Duck, dann Albrecht der Bär, dann Arctic Pilot, dann Synchros, dann Kroschfönig, Agent G ist da, Hardrock 64, der liebe Andi ist da, guten Abend alle, Pacus 69 ist da, Tutol ist da, Tischi ist da, Astlek ist da, Feivelkater ist da, zum ersten Mal gechattet, Santas 81, hallo Santas, schön, dass du da bist, Herz für dich, wer ist noch da, Avalonis ist da, Taurial ist da, Kabu 97 ist da, Kardok 77 ist da, Lutzer 10 ist da, die echte Mutti ist da, hallo Bild und Ton, top, dann sorgenvollfrei hat abonniert, vielen Dank, hat von einem Prime-Abonnement auf ein Stufe 1-Abonnement gewechselt, vielen Dank, vielen Dank, ganz, ganz lieb. Dann Rippercon 1 ist da, Pazifist 62 ist da, Dystopia ist da, Daftort 10, Jutzwerk, Daily Pixel ist da, Taromir ist da und Aslik. So, Freunde, wundervoll. Wir sind da. Ich gucke jetzt mal kurz mit dem Giveaway-Link. Das passt alles, gell? Funktioniert es auch? Ist es auch das Richtige? Ja, das ist das Richtige. Also, es gibt eine Drake Corsair LTI mit Game Package, Sponsor bei CRG. Das ist so, wie ihr das kennt. Ich konnte leider kein Video machen, ich hatte keine Zeit. Deswegen habe ich vor dem Stream noch kurz das mit dem Bild und so weiter gemacht. Ich habe es auch noch bei Facebook und Dingsbums gepostet. Bei Twitter, glaube ich, habe ich es bei Twitter. Bei Twitter habe ich es nicht gepostet. Warte mal, da gehört es eigentlich noch hin. Da gehört es eigentlich noch hin. Denn die Leute, das ist ja unfair, wenn man das Ding raushaut. Und die Leute das nicht wissen, denn sagen die, warum wussten wir das nicht? Normalerweise machst du immer ein Video und jetzt haust du das einfach so raus, heimlich, still und leise. Das ist gemein. Das wollen wir natürlich nicht, dass jemand was denkt in dieser Richtung. Deswegen mache ich das jetzt noch schnell hier. So. Und jetzt machen wir noch das Bild. Game-Logos, Giveaways, zack, zack. So, denn wir wollen das ja, dass das alle die gleichen Chancen haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann ja nicht einfach hier jetzt so spontan das machen. Und das ist ja auch was Geiles. Ist ja auch ein teures Schiff, kostet ja eine Menge. Deswegen, man muss schon alles tun, damit die Leute das mitkriegen. So, zack. Alles klar. Los geht's, Freunde. Tweet wurde auch gemacht, jetzt weiß es jeder. So. Wer jetzt nicht kommt, hat selber Schuld. Ich habe meine Schuldigkeit erfüllt. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ihr kennt das Spiel. Jeder, der mit möchte, kann mir einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich nehme jetzt jeden rein, der im Menü ist. So, jeder, der jetzt im Menü ist, der kriegt eine Einladung und jeder, der, genau, ihr seht es hier bei Arctic Pilot, der hat das Prinzip verstanden. Das heißt, der will wahrscheinlich mit. So, dann lade ich erstmal Monster Duck ein, dann lade ich Vigilante ein auf jeden Fall, dann lade ich auf jeden Fall Tutol ein, dann den lieben Tischi, dann lade ich ein, Amilo ist nicht da, dann lade ich ein den lieben Seppli. Dann lade ich ein den Pacus, weiß ich nicht, ob der mit will, keine Ahnung, kann ja Bescheid sagen. MSI Shooter will mit, Madflow will mit, Data Runner will mit,
Wir hatten mir gerade die Freundschaftsanfrage geschickt. Keine Ahnung, Kabu war das, glaube ich. Weiß ich nicht. So, Game for Life lade ich auch ein. Five Carter lade ich auch mal ein. Päckchen will auch mit. Dystopier will vermutlich mit. Und Arctic Pilot, der will mit. Und alle anderen. Knochen81 ist jetzt Follower. Vielen Dank, Knochen, für dein Follow. Herz für dich. Komme mit Arctic mit, bin ja auch ich. Hä? Warte mal. Arctic habe ich eingeladen. Aber ich habe ich hier nicht noch einen Pacos? Da war doch noch ein Pacos, oder? Da. Hier ist ein Pacos im Menü und ein Arctic. Welchen soll ich einladen? Hast du zwei Accounts? Pacos? Hast du zwei Chars? So, der Fahle. Hi Uli, wie läuft's denn so? Wir haben uns seit Juni ja nicht mehr gesehen. Zum ersten Mal gechattet. Hallo der Fahle. Laut meinem Programm chattest du zum ersten Mal. Also falls du mich schon mal gesehen hast, du hast jedenfalls bisher noch nichts gepostet. Also ich soll zwei Leute einladen? Du willst mit zwei Chars in die Party? Ex-Mitarbeiter. Ah, okay. Aha. Der Fahle. Da musst du mir aber mal einen Tipp geben. Danke für deine Raids. Heute schaue ich bei dir zu. Vielen Dank, Max Hardcore. Das ist gut. Nur Arctic. Also Arctic habe ich eingeladen. Arctic habe ich, glaube ich, eingeladen. Der ist da drin in dieser zitternden Liste. Arctic ist, glaube ich, drin. Oder? Ja. Okay, ich würde auch gerne mit, alles klar. Dann lade ich Kabu noch ein. Und der Fahle, gib mir mal kurz einen kleinen Tipp. Weil ich bin jetzt gerade so voll im Streaming-Dings drin. Ich bin jetzt gerade gar nicht mit der Birne irgendwie bei der Arbeit und auch nicht bei den Leuten, die da sind. Das heißt, du müsstest mir irgendwie einen kleinen Tipp geben, damit ich da mich daran erinnern kann, weil es ist jetzt gerade ganz weit weg. So, Kabu will mit. So. Kabu will mit. Zack. Ah, der liebe Fabian. Hallo Fabian. Der Fahle. Der Name passt gut. Na also. Und außerdem warst du auch nicht der Einzige, auf den die Beschreibung zutrifft. So, Kabu ist eingeladen. Will noch jemand mit? Habe ich noch jemanden überlesen? Ich glaube sonst niemanden, gell? Moin, moin in die Runde. Hallo, Doc McSly. So, alles klar. Dann haben wir die Gruppe. Dann gehen wir rein. Freunde, ihr wisst Bescheid. Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt ein Giveaway gerade laufen für eine Drake Corsair mit LTE und Game Package. Einfach Ausrufezeichen Giveaway in den Chat. Dann könnt ihr mitmachen. Da ist im Prinzip das Spiel Star Citizen mit dabei. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie das Spiel schon haben, sondern das ist gerade für Neulinge cool und es ist ein sehr schönes, großes Schiff. Genau. Einfach Ausrufezeichen Giveaway und mit Ticket 1 oder einfach mit Ticket könnt ihr dann dran teilnehmen. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Ist klar. Seid mir nicht böse, dass es jetzt kein Video gab. Normalerweise mache ich ja immer ein Video zu einem Giveaway, aber ich hatte jetzt die Woche keine Zeit. Ich habe das irgendwie nicht geregelt gekriegt. Ich habe es gerade mal hinbekommen, im Prinzip 5 Minuten nach Streambeginn mir darüber Gedanken zu machen. Vorher ging einfach nicht. Wenn ich gewinne, dann brauche ich auch noch einen neuen PC. Das ist schön. Den kannst du hier aber nicht gewinnen, Taromir, gell, Sebastian? Da musst du woanders gucken. Da musst du zu anderen Streamern gehen, die PC-Giveaways haben. Tut mir leid. Vielleicht irgendwann später mal. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal einen fetten Sponsor, der mir im Prinzip so ein Ding giftet. Weil ich glaube, mein Streaming-PC würde ich immer irgendwie selber bauen. Aber vielleicht habe ich das ja mal und dann kann ich so ein Ding mal raushauen. Kaufe ich mir, um mit dir zusammen spielen zu können. Das ist sehr schön. Taromir ist für die anderen zum Wissen ein ganz alter Zuschauer noch aus WoW-Zeiten, der hat tatsächlich mit mir World of Warcraft gespielt. Und ich habe auch wirklich gedacht, jetzt wo Dragonflight, aber jetzt nicht falsch verstehen, gell? Ich will jetzt keine Fragen kriegen, so nach dem Motto, wann kommst du wieder? Ich habe bei Dragonflight, habe ich mich kurz ein bisschen
reinziehen lassen. Homeford ist jetzt Follower. Vielen Dank, Homeford, für dein Follow. Ich habe mich bei Dragonflight, ich habe den ein oder anderen Stream gesehen von Dragonflight und habe mich da so kurz auch so ein bisschen in diese Stimmung reinziehen lassen und konnte dann wieder genau fühlen, wie toll das ist, wenn es ein neues WoW-Add-on gibt, wie man sich dann fühlt und wie viel Spaß das macht und so. Jetzt gibt es ja aktuell auch gerade ganz viele Streamer, die so, keine Ahnung, 24 oder 48 oder sogar, glaube ich, so 72 Stunden Streams machen und da halt durchhasseln. Und ich konnte mich da gut an die Zeit erinnern. Es war wirklich eine schöne Zeit. Aber dann habe ich dann relativ schnell wieder gefühlt, nein, ich werde nicht mich auf den Rücken von einem Drachen schwingen. Und deswegen ist es gut, dass Leute wie Taromir, die sicherlich darauf warten, jetzt im Prinzip sagen, wir sehen es ein. Wir kaufen uns einen PC und wir spielen jetzt Star Citizen. Bekomme ich einen Invite? Natürlich. So, hallo Uli, weißt du schon, was wir heute machen? Vigilante fragt immer das, was ich am liebsten beantworte. Ich weiß es noch nicht. Ich hole jetzt erstmal eine Drake Corsair und fliege ein bisschen mit herum und versuche mit der so rumzufliegen, dass ich nicht permanent über die Flugeigenschaften herziehe. Sondern wir werden jetzt nur die guten Sachen. Retrofiziert ist jetzt Follower. Vielen Dank, Retrofiziert. Vielen Dank. Ich werde jetzt nur über die guten Sachen referieren von der Drake Corsair. Von der gibt es auch gibt's mehr als genug. Also man muss nicht nur mit dem Schiff rumfliegen und sagen, scheiße, die fliegt wie ein Eimer. Das wäre kontraproduktiv. Ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, macht alle mit beim Giveaway. Und auf der anderen Seite sage ich, guck mal, wie kacke das Schiff ist. Deswegen, wir werden das Ding loben. Es hat viele gute Eigenschaften. So, Shoyo will noch eingeladen werden. Und Retrofiziert macht mit. Erste Chatnachricht von Retro. Direkt eine Teilnahme. Und Taromir abonniert mit Stufe 1. Erstmal machen wir das ja voll, lieber Uli. Auf dich. Vielen Dank, lieber Sebastian. Schon 12 Monate Abonnent. Vielen, vielen Dank. Das ist lieb. Nur die guten Sachen, da bin ich aber gespannt, was dem alten Corsair-Fan Uli Gutes zu Corsair einfällt. Du meinst dem alten Drake-Fan Uli. Da spricht der Marketing-Profi. Ja, das ist so. Da werde ich meine ganzen Fähigkeiten... Da werde ich meine ganzen Fähigkeiten jetzt brauchen. Nein, es ist so, das ist ein schönes Schiff. Ich werde es euch gleich auch erklären. Einer im Wald hat gerade abonniert. Vielen Dank, Einer im Wald. Vielen Dank, Herz für dich. Ich werde es echt... lässt du jetzt Crusader hängen? Nein, 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 nein. Um Himmels Willen. Aber ich werde euch jetzt erklären, warum es zu dem Hate kommt auf das Schiff. Das hat nämlich einen komplett nachvollziehbaren Grund. Ich habe hier zwei. Ich glaube, ich claime mal das hier. Das hat einen vollkommen nachvollziehbaren Grund und auf den werde ich auch nachher ausgiebig rumreiten. Im Galopp werde ich auf diesem Grund, warum das Schiff so gehatet wird, rumreiten. Denn es ist nämlich eine Hassliebe, Freunde. Alle mögen das Schiff. Alle lieben das Schiff und sind enttäuscht, weil es noch nicht so gut fliegt, wie es fliegen müsste. Die Ursache dafür ist aber nicht Ablehnung, sondern Liebe. Jeder findet die Drake Corsair geil. Und das werde ich euch alles vor Augen halten. Auch ihr findet sie geil. Und deswegen macht ihr auch alle mit. So, Volley Runner hat gerade abonniert. Und deswegen macht ihr auch alle mit. Gierig wie ihr seid, werdet ihr alle beim Giveaway teilnehmen, weil ihr alle in Wahrheit das Schiff wollt. Und ich finde auch, dass man die Flügel... V-Toll und Landing Gear getrennt steuern kann. Eben, das ist auch sehr gut. Uli, kannst du mich bitte nochmal einladen? Ja, mach ich. Nein, denkt über meine Worte nach, Freunde. Wenn ihr alle das Ding richtig eindeutig kacke finden würdet, würde sich doch niemand aufregen. So. Shaolino hat gerade abonniert. Vielen Dank. Und das sind 5 Community-Abos vom lieben Shoyo. Vielen Dank, lieber Shoyo, für deine Community-Abos. Bitte alle mal bedanken bei Shoyo.
Und zwar gehen die Abos raus an Charlino, an Berkin. Und die nächsten drei Alerts sind Lexa01, Kabu97 und Sluddy. Alle mal schön bei Shoyo Danke sagen, Freunde. Wen sollte ich jetzt einladen? Monster Duck sollte ich einladen, gell? Monster Duck, heißt du in-game genauso oder heißt du anders? Wenn du anders heißt, musst du mir das sagen. Nee, da ist er. So. Und, in diese Subbombe kam noch ein richtiger anderer Sub rein, und zwar der von Sluddy, der abonniert jetzt schon, oder? Warte mal. Ja, nee, von Fanzero meine ich. Da ist er. Sluddy war der letzte Gegiftete, genau, und hier haben wir noch Fanzero, der abonniert jetzt schon 3 Monate O7. Vielen Dank, lieber Fanzero, für dein Abo. Vielen Dank. Das einzigste Schiff mit Halterung für superschwere Handfeuerwaffen, genau. Ja, das hat viele Vorteile. So, jetzt bin ich hier wieder beim Chat. Und Pildo, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Pildo. So, Freunde, wir haben das Ding geclaimed. Jetzt werde ich mich erstmal ein bisschen noch einrichten. Ihr habt gesehen, der aufmerksame Zuschauer hat es wahrscheinlich gemerkt. Wir sind hier auf Port Tressler. Und ich habe hier mein ganzes Zeug schon wieder rübergeschafft nach der Messe. Das heißt, hier Local Port Tressler, da ist mein ganzes Inventar, die ganze Rüstung ist da, die ganzen Undersuits sind hier. Player Gaga hat gerade abonniert. Vielen Dank, Player Gaga, für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Die ganzen Knarren sind hier und ihr könnt euch vorstellen, ihr wisst ja, wie das ist. Jedes blöde einzelne Element muss man ja per Drag and Drop rüberziehen. Von New Babbage war das ins Schiff und dann vom Schiff wieder zurück und alleine meine Waffen. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Knarren habe. Und bei der Arma sieht es auch übel aus. Und der Witz ist, das war nicht mal alles. Also das waren nur die Sachen, die ich besonders cool finde. da war ich gestern, glaube ich, echt eine Stunde mit beschäftigt, nur mit der Maus. Und das habe ich extra gemacht. Hier allein Utility, da kriegt man die Krise, wenn man das sieht. Das habe ich alles gemacht, damit ich euch nicht damit langweilen muss. So, und jetzt saufe ich erstmal was, Freunde. Laut Spektrum wäre das nicht gegangen, weil meine, das ja war. Aha, aha. So, und Tali will noch eingeladen werden, sehe ich das richtig? Dann lade ich jetzt noch Tali ein. Und vielen Dank, Albrecht der Bär abonniert jetzt auch schon 3 Monate. Vielen Dank, Albrecht der Bär, chillig. So, ich lese gleich, was ihr alles gemacht habt. Und Shoyo bräuchte auch noch einen Invite. Genau, da war doch was. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe doch jemand ganz, ganz Wichtigen vergessen. Das war natürlich der Shoyo. Den lade ich noch ein und dann müsste hier irgendwo Tali stehen. In dieser nicht alphabetischen Liste. Die immer fieser zu scrollen geht. So, da braucht man alleine schon, keine Ahnung, 16 Kerne, um diese bescheuerte Liste zu scrollen. Warte mal hier. Ihr könnt ja mal Stopp sagen, wenn ihr Tali seht, den Namen Tali. Ich sehe ihn nämlich nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Hat ihn jemand gesehen? Danke dir, aber ich bin in Freelancer unterwegs. Ach so, du bist gar nicht online. Okay, vielleicht hat Uli eine Cutter. Ich glaube, ich habe auch eine Cutter tatsächlich. Ich meine, ich müsste auch eine Cutter haben. So, und Epox hat auch mitgemacht. Hat ein Ticket gekauft. Elvis ist auch da. Und Tutol will mit. Genau, den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Den gibt's. Tutol gibt es. Ist übrigens ein cooler Name. Jeder, der nicht genau weiß, was der Name bedeutet, das bedeutet zu groß.
und lässt Raum für Interpretationen. So, Tutol ist aber eingeladen. Vigilante hat auch ein Ticket gekauft. So, also wenn jetzt keiner mehr schreit von euch, Freunde, dann werde ich jetzt loslegen. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier alles haben. Drake, habe ich die Cutter. Ja, wir haben auch eine Cutter. Wir wollen aber jetzt erstmal mit der Corsair rumfliegen. Und ich meine, die Cutter passt ja auch gar nicht da rein, in die Corsair. Aber einer von euch kann ja eine Cutter noch holen. So, meine Corsair ist da. Retrieve. Genau, und Pilaf hat gerade gefragt, gibt es heute was? Es gibt heute tatsächlich etwas. Ich habe leider keine Zeit gehabt, ein Video zu machen, aber für alle, die es interessiert, ich gucke jetzt gleich nochmal rein, wie es mittlerweile steht. Für alle, die es interessiert, wir haben so, wo sind wir? Wo ist denn das? Da. Ach, ich kann ja auch da drauf drücken, genau. So, 63 Leute machen mit. Für alle, die es interessiert, wir haben heute Folgendes im Angebot, Freunde. Heute gibt es eine Drake Corsair mit LTI. Und zwar am Samstag, dem 3.12.22 live im Stream. Das ist jetzt. Dieses Bild habe ich jetzt gerade noch zusammengefummelt vor dem Stream. Und das ist auch das Einzige, was ich so werbemäßig noch hinbekommen habe. Das war einfach aus dem Video, wo Knebel mit dabei war. Und das habe ich noch bei Facebook und bei Dings, bei Twitter gestreut. Jetzt, bisher machen 63 Leute, 64 Leute mit. Da geht noch ein bisschen was, Freunde. Das Ja stimmt zur Abwechslung auch, richtig. Also, und das ist ein wirklich cooles Schiff. Das hat echt einen ganz schön großen Wert eigentlich. Dann ist natürlich ein Game Package dabei, LTE ist dabei. Das bedeutet eine richtig lange Versicherung. Und mit dem Ding habt ihr Freude und ist wirklich ein wunderschönes Schiff. Und was an dem Ding so geil ist, bei all dem, was kritisiert wird sicherlich, das zeige ich euch jetzt. Es ist nämlich ein schönes Schiff. Haben die Raketen auch LTE? Ich glaube nicht. So, Spektre ist jetzt Follower. Vielen Dank, Spektre, für dein Follow. Und jetzt schauen wir nochmal aus dem Fenster, weil die Jungs wollen natürlich hier das alles so richtig schön begleiten mit Feuerwerk. So, lieber Shooter, jetzt kannst du nochmal deine Gegenmaßnahmen zünden. Hier, genau, so sieht das aus quasi, wenn man durch die Scheibe glotzt und sich das anguckt. So cool sind die Flügel, wenn sie ein- und ausgefahren werden. Und so sieht das aus, wenn die Dinger aufgeklappt werden. Sieht ein bisschen aus wie die Raumfähre Tydirium von Star Wars. Jeder kennt sie. Und jetzt habe ich auch noch Emotes gesammelt. Moment. So. Und das ist wirklich ein cooles Schiff, aber wir gucken uns das gleich an. Und das Einzige, was ihr dazu sagen könnt, ist, oh, wie süß, eine Herald, genau. Wir haben auch eine Herald im Bild, wir haben hier noch eine weitere Corsair. Hier fliegt eine Conny noch fett rum, wunderschön. Hier haben wir noch eine schöne Conny, aber der Star des heutigen Streams ist natürlich die Corsair. Da kann die Herald da hinten noch so niedlich sein, das kleine Warzenschwein. Heute geht es um dieses Ding. Ist das ein NPC? Ja, gell? So, und das schauen wir uns jetzt auch aus der Nähe an. East 1986 ist auch überzeugt. Der sagt sich jetzt, Mensch, da bin ich dabei. Wenn ich schon muss, dann mache ich halt mit. Ich habe zwar keine Lust, was zu gewinnen. So, der liebe Markus hat abonniert. Vielen Dank, Markus. Und der abonniert jetzt schon 25 Monate. Vielen Dank, lieber Markus, für dein Abo über 2 Jahre. O7, mein Freund. Über 2 Jahre, das ist krass. So, ich glaube, hier gehen aber die Dinger gar nicht, gell? Kann das sein?
Kann das sein, dass der Server RIP ist? Kommt die Corsair denn auch vollgetankt? Ich kann sie... So, East hat gerade mit Prime abonniert. Vielen Dank. East, der gerade beim Giveaway mitgemacht hat und sich gesagt hat, verdammt, wenn der sich so bemüht, dass er das Ding los wird, dann mache ich halt mit, hat jetzt auch noch ein Abo rausgehauen. Vielen Dank, Herz, für dich. Sehr lieb. Ich glaube, wir haben wirklich 31k, gell? Wir haben 31k. Puh, einen schönen Abend, mein lieber Arambarador. Markus Arambarador ist unser stolzer Spanier. So, wir haben 31k. Soll ich dich mitnehmen? So, alles klar. Wir haben aber alles aufgesetzt, gell? Ja, ich glaube, die Corsair müsste auch da sein, wenn wir jetzt, ihr kennt ja das ganze Gedöns, wir müssen bei einem 30k komplett raus aus dem Game und auch den Launcher schließen, damit wir quasi das alles zu haben. Und in der Zwischenzeit kann ich euch ja auch nochmal zeigen, worum es heute geht, nämlich hierum. Jeder, der es jetzt noch nicht begriffen hat, das Ding könnt ihr heute gewinnen. Ich glaube, ich mache mal hier Bild in neuem Tab öffnen. Ich glaube, da geht das noch. Nee, sieht genauso scheiße aus. Aber ich glaube, wenn ich jetzt F11 mache, ja, so sieht das doch toll aus. Darum geht es heute, Freunde. Das könnt ihr heute gewinnen. Freut ihr euch schon auf den Full Vibe mit 318? Jeder, der jetzt sich eine Corsair in-game gekauft hat, was ja noch gar nicht geht, aber jeder, der es trotzdem irgendwie hingekriegt hat, obwohl es nicht geht, der wird sie los sein nach dem Vibe. Es sei denn, er hat sie hier gewonnen bei mir, dann ist sie noch da. Also noch ein Argument, um mitzumachen. Und jetzt starte ich mal wieder das Spiel. Dumm die Dumm. Jetzt haben wir auch Ton. Ich habe extra meine Cam ausgeblendet, damit ihr das Bild angucken könnt. Und ich habe auch kurz den Ton ausgeblendet. Jetzt hängt ihr. Kein Ton, Uli. Nein, der Ton ist da. Ihr hört mich. Ist alles grün. Sagt mal kurz Bescheid. Ihr müsstet eigentlich Ton haben. Warte mal. Geht wieder, gell? Geht. Siehst du? Sag ich doch. So. Top, perfekt. Madflow ist da. Übrigens, jeder, der es nicht weiß, Madflow ist unser Toningenieur. Der arbeitet tatsächlich als Toningenieur. Und der guckt auch immer, dass unser Sound, also jetzt nicht beim Stream direkt, aber wenn irgendwas am Ton scheiße wäre, würde er mir es sofort sagen. Und Madflow, der Ton ist mal wieder wundervoll heute, oder? So, Markus haut 5 Community-Abos raus, und zwar für Chaos King Live, für Kantan, für Vampi 1969 und dann kommen noch Howie Manson und Sechser. Ein Toningenieur, genau. Madflow ist ein Toningenieur. So, auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich habe immer den Sound, den Ingame-Sound relativ laut. So, Howie Manson hat abonniert und Sechser hat auch abonniert und alles Geschenkabos von Arambarador, von Markus. Alle, sagt alle mal Danke an den lieben Markus für die ganzen Abos. So, der Andi sagt, dass er hofft, dass wir die nächsten Monate ein wenig Strugel haben, bis die neuen Techniken ordentlich laufen. Mhm. Was heißt denn Strugel? Heißt Strugel, ist Strugel was Positives? Hier liegt was rum in meiner Kajüte, hat jemand was fallen lassen. Strugel heißt wahrscheinlich Glück, oder? Ich gehe davon aus, Strugel heißt sowas wie Glück. Ich glaube nicht, dass es viel mit Glück zu tun haben wird. Es sei denn, ihr habt
Es wird ein wenig holprig werden. Meinst du das wirklich? Struggle. Ach so, er meinte Struggle. Okay. Der Andi tippt manchmal mit dem Handy und deswegen vertippt er sich. Also ich glaube, Strudel mag ich besonders mit Apfel- und Vanilleeis und mit Sahne, genau. Ich glaube, dass es besser wird als gedacht. So, Bayerisch Game, guten Abend zusammen. Ich hoffe, es geht allen gut. Ja, es geht allen gut und du siehst... So, Urkfass hat gerade abonniert. Super chillige Unterhaltung. Vielen, vielen Dank, lieber Urkfass, für dein Abo. Vielen Dank, sehr lieb. Ich glaube, es wird relativ gut laufen. Ich lasse mich aber, ich bin mir ziemlich sicher, weil natürlich wird es das ein oder andere geben, was nicht so 100% läuft. Aber ich glaube, 3.18 wird viel besser laufen, als wir das jetzt argwöhnen. Ich glaube, es wird relativ cool. So, ich glaube, diese hier habe ich. Vehicle selected. Stand by. Preisfrage. Wer hat die kleinste Kabine in der Corsair? Kann das sein, der Captain selber? Der Pilot hat die kleinste. Das wäre saugeil, wenn das so ist. Also warum kommt denn das Ding nicht? Ich glaube, das wird relativ gut, weil die können das Ding ja gar nicht bei den Evocati testen. Schon so lange, wenn das mit der Datenbank nicht gehen würde, wenn das mit dem Entity Streaming nicht gehen würde, wenn die Grafik an sich nicht funktionieren würde, das muss ja gehen, denn sonst könnten sie ja gar nicht testen. Und ich glaube, wenn das geht, bin ich schon komplett hin und weg. Der Captain gibt alles für seine Crew. Sollte die 3.18 Ende Februar kommen? Nein, das PTU, meine ich, kommt am 8. Dezember, also im Prinzip kommenden Donnerstag, ist meine Info. Also ich glaube, ich habe es aber schon jetzt ein paar Mal gesagt, aber ich glaube jetzt tatsächlich, wir spielen dieses Wochenende das letzte Mal 3.17. Aktuell haben sie Probleme mit dem Ausloggen über die Schiffsbetten. Dann soll man das einfach lassen mit dem Ausloggen über die Schiffsbetten. Da kann ich gut mit leben. Ich logge mich ehrlich gesagt nie über ein Schiffsbett aus. So, warte mal. Bevor ich hier groß einsteige, zeige ich nochmal den Hobel von außen. Also erstmal die gigantische Soundkulisse von diesem Ladedock. Und dieses Ding hier könnt ihr heute gewinnen. Eine Drake Corsair, Freunde. Ein wunderschönes Schiff. Und ich muss sagen, bei mir war das so, bevor ich mit dem Teil groß geflogen bin, da hatte das Ding jetzt schon 100 von 100 Punkten. Und ich war drauf und dran, meine Conny zu versetzen. Protek ist jetzt Follower. Vielen Dank. Das Bedlogging deaktiviert für 3.18, das mit dem Ausloggen über die Schiffsbetten funktioniert bei E nur zu 50%. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich, wie gesagt, fast nie benutze. Also dieses Ding hier, das könnt ihr heute gewinnen. Und das war für mich, als ich es gesehen habe, von der Optik her 100 von 100 Punkten. Ist wirklich ein richtig geiles Ding. Und es wird auch noch gefixt. So! Und jetzt muss ich den Sound mal ein bisschen steuern, Freunde. Denn der liebe Andi hat jetzt 10 Community-Abos rausgehauen, glaube ich. Mindestens 10. Bitte alle mal Danke sagen an den lieben Andi. Und zwar, ich lese kurz vor. Nee, Moment, ich mache kurz hier die Alerts so, dass sie nicht mehr so... bam, bam, so, zack. So, jetzt müsstet ihr die Alerts nicht mehr hören. Sagt mal kurz Bescheid.
wenn sie überhaupt kommen. Jetzt kommen sie gar nicht. Doch, sie gehen, aber der Sound kommt nicht mehr. Also auf jeden Fall hat Andi... warte mal, habe ich das jetzt alles... Alter Falter, hier geht's ja voll weiter. Also, Andi hat Abos rausgehauen für V-Killer, für Chiaron Paros, für Toxel, für Death Himself, für Rooney Mahoney, für Der Gamer, für Yukoto, für Alex Baldhead und für Hansestadt und für Roninghost85. Bitte alle, die ich jetzt mal vorgelesen habe, Freunde, sagt alle mal ganz lieb Danke beim lieben Andi, ja, bei Amo 1980-31. Der hat euch nämlich zu Abonnenten gemacht, ob ihr wollt oder nicht. Morgen haben wir auch den zweiten Advent, nicht heute, sondern morgen. Und Say Niemals Nie hat auch 5 Abos rausgehauen für Vroof TV oder für Vroof TV, für Elflex, für Alien Brothers, für Kaipitan und für Schlulu. Der Name kommt jetzt auch noch. Sehr schön, vielen Dank. Und ihr bedankt euch bitte bei Say Niemals Nie für das Abo. Ich hatte das Schiff, aber dann kam meine Frau und ich kann einfach bei ihr nicht Nein sagen. So, Badlogging geht laut der geleakten Patchnotes wieder in einer ersten Iteration, dass es nicht mehr geht, bezog sich auf einen Bild der Evocati, wo es eben nicht mehr ging. Okay. Uli, kannst du mich noch in die Gruppe einladen? Den Sound? Aber der Sound von den Alerts, den habe ich ausgemacht. Sagt mal kurz Bescheid, ob ihr den Sound jetzt hört von den Alerts. Dürft ihr den nicht hören. Ja? Oh doch, die hört man doch. Alert Sound ist an, aber ist der leiser? Es ist aber leise. Ah, okay. Dann ist er leiser geworden. Okay, dann ist gut. Dann habe ich das doch im Griff. So, pass auf. Audio über OBS steuern. Jetzt mache ich den Haken wieder raus. Vielen Dank, Freunde, für eure ganzen Abos. So, jetzt ist der Sound wieder laut, so wie sie es gehört. So, und wer hat das Schiff gekauft und die Frau hat es verboten? Avalonis hat das gekauft. Und jetzt spielt seine Frau Star Citizen. So, Freunde, wen muss ich jetzt noch einladen? Irgendjemand hat noch Bescheid gesagt. Ich schaue noch mal hier kurz, ob hier alles richtig ist. Ja, hier ist alles nice. Lexa will noch mit, okay. So, und jetzt ist gerade bei uns ein Gerät angegangen, was sich so ähnlich anhört wie Lexa, wo nur ein A davor ist. Hoffentlich wird jetzt nicht der Fernseher ausgeschaltet. Meine Frau guckt nämlich gerade einen Film. Lexa lade ich auch noch ein. Wo ist denn Lexa? Da. So, Freunde, wir streamen jetzt schon fast eine Stunde und wir haben noch keinen einzigen Fuß in irgendein Raumschiff gesetzt. Aber jetzt geht's los, Freunde. Also, ihr habt das Ding von außen gesehen. Von außen ist es auf jeden Fall eine 1. Wirklich eine 1 mit Stern, da kann man sagen, was man will. Und auch von innen ist es cool. Der Laderaum ist geil, der ist schön groß, da passt auch ein bisschen was nebendran. Für mich echt wirklich so, als ich hier reingegangen bin, das erste Mal dachte ich so, juhu, dann diesen Raum feiere ich extrem ab. Der ist nämlich wirklich wunderschön. Warte, jetzt suche ich nochmal den Lichtschalter. On, off, genau. So, hier, das ist der ganze Raum, wo die ganze Technik im Prinzip verbaut ist. Auch richtig geil. Und jeder meckert ja über Drake-Schiffe, dass die so unaufgeräumt sind. Ich finde, eher das Gegenteil ist der Fall. Das ist wirklich vom ganzen Konzept extrem cool. Und was ich hier am meisten feiere schon fast, ist das hier. Dass das Schiff nämlich wirklich einen richtigen, vollwertigen Dockingport hat mit einem eigenen Raum. Und das fehlt zum Beispiel der Conny und von der Starrunner müssen wir gleich mal gar nicht reden. Und das sind ja eigentlich für die Kohle die direkten Konkurrenten. Hier auch ein wunderschöner Türgriff, der sich auch bewegt, der sich wirklich auch bewegt. Genauso wie dieser hier. Extrem cool und hier seht ihr im Prinzip wirklich einen kompletten Dockingraum. Nicht nur so ein Port, da muss man sich ein bisschen rausnehmen, damit das zugeht, sondern wirklich mit einem richtigen Raum, wo man sagen kann, hier stelle ich meine Knarre rein, hier ziehe ich meinen Raumanzug aus,
Dann hole ich hier irgendwie meine anderen Klamotten raus und ziehe mich um. Und dann gehe ich wirklich rein ins Schiff. Und das finde ich ist wirklich was ganz, ganz, ganz Geiles. Und auch die ganze Soundkulisse ist cool in dem Schiff. Das haben sie ganz toll gemacht. Der Sound hier war so gut, dass er gar nicht erst kam. Ja, ich glaube, der ist jetzt noch buggy. Okay. So, und hier haben wir einen wirklich schönen Crewbereich, der wirklich groß ist. Über Geschmack lässt sich streiten. Ich sage jetzt nicht, dass es der schönste Crewbereich von allen ist. Mir gefällt er. Ich muss ganz klar sagen, mir gefällt er, weil er wirklich nach Raumschiff aussieht. Und weil das hier wirklich aussieht wie eine Kombüse. Wirklich so, wie sich das gehört. Wie damals an der Unimensa sah das genauso aus. Da hast du im Prinzip hier deine ganzen Dinger rausgenommen und hier deine Blechschüsseln. Und dann kam hier dein Futter und dann hast du dich quasi dahin gehockt. Und das ist schön, das ist ein richtig großer Aufenthaltsraum. Dann hat hier wirklich jedes Crewmitglied seinen eigenen Raum. Ich glaube, der Ton ist zeitversetzt. Jetzt müssen wir hier, das war jetzt der Ton von der Tür. Ist ein bisschen zeitversetzt. Ist mega praktisch bei Drake, wenn mal ein Kabel brennt, kannst du direkt löschen. Bei anderen Schiffen musst du erst die Wandverkleidung demontieren. Genau, da freue ich mich auch schon drauf, wenn man sein Schiff ein bisschen mehr zu seinem Zuhause machen kann. Genau, und McFree sagt, welches Schiff ist das? Das ist eine Drake Corsair und die können wir heute, die kannst du heute gewinnen. Einfach mal Ausrufezeichen Giveaway in den Chat, dann kannst du mitmachen. Uli hat den Sound kaputt gemacht, ich weiß nicht, ob das ich war. Und wenn, tut es mir natürlich sehr leid. Hier ist das ist beruhigend, das hat man immer gerne in Wohnräumen. Geht ein Biohazard-Rohr direkt übers Bett. Ich weiß nicht, wo der Kopf ist, ich glaube hier. The Pete ist jetzt Follower. Vielen Dank, The Pete, für dein Follow. Das heißt, wenn hier das Rohr mal ein Leck hat, dann tropft es halt direkt hier da rein. Macht aber nichts, man kann sich direkt die Zähne putzen. Und ich glaube, die Zahnbürste steht auch nicht von ungefähr da. Ich glaube, das ist nämlich genau aus dem Grunde. Und was haben wir hier? Ist das hier so ein... Das ist Werkzeug. Und das hier, was ist das? Ist das hier so eine Art Discman zum Musik hören? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr geil. Und diesen Crewbereich quasi... Jedes Crewmitglied hat quasi diesen Raum. Seinen eigenen Raum. Mal gucken, ob hier auch so ein Rohr ist. Ja, hier geht auch so ein schönes Rohr. Warte mal, hier, wo, hier ist die Birne. Natürlich geht hier das Rohr auch direkt über den Kopf. Alles klar. Gleiches Recht für alle. Hier kommt wahrscheinlich keine Ahnung was raus. Ist das hier eine Dusche? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jedes Crewmitglied hat seinen eigenen Raum und das ist bei der Conny ja auch anders. Sechser ist jetzt Follower. Vielen Dank, Sechser, für dein Follow. Und Homeford macht auch mit. Das könnte ein Kippenbox oder ein Kofferradio, ein alter Walkman wie bei Guardians of the Galaxy. Das wäre auch geil, gell? Und JD1991, moin, erste Chatnachricht. Hallo JD, Herz für dich. Der hat wirklich Walkman gehört, gell, in Guardians of the Galaxy. Ein alter Walkman. Ja, Freunde, ich bin immer... Ich bin ja irgendwie jedes Mal ein Discman, das war ein Rasierer. Schau mal unter die Betten, dort sind Fächer, die funktionieren. Natürlich, wir wollen das da richtig zeigen. So, da sind Fächer, die funktionieren. Oha, ja, das sind Fächer. Da kann man hier reingucken. Local, das ist hier, klar. Und das ist hier das External-Fach. Hat 650k Micro-SEU, ist gar nicht mal so klein. Das ganze Vehikel hat 1500k Micro-SEU, das ist gar nicht mal so klein. Da kriegt man einiges rein. Das ist cool. Das heißt, jedes Crewmitglied hat wirklich seinen eigenen Storage-Bereich. Das ist cool. Privater Stauraum. External heißt, dass jeder da dran kann. Die Fächer sind mir auch noch nicht aufgefallen. Wie geil ist das denn? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so, dass es nicht, wenn ich jetzt hier bin und so drücke, dann sehe ich natürlich das vom Vehicle. Da kann natürlich safe jeder ran, der wahrscheinlich sich an Bord befindet.
glaube, es ist nicht daran gebunden, ob das Schiff dir gehört, sondern ob du lokal hier drin bist. Und dann wird das vermutlich sein, jeder, der hier drauf drückt, kann natürlich das hier auch öffnen, klar. Also man kann natürlich, wenn jetzt der Andi zum Beispiel hier seine Unterhosen reinlegt, weil er sich vorbereitet auf einen längeren Flug, und ich stelle dann hier fest, dass ich meine zu Hause vergessen habe, dann kann ich theoretisch hier rübergehen und kann sagen, ich nehme seine und pack die dann hier bei mir rein, ja, und kann dann sagen, das sind jetzt meine. Die werden mir wahrscheinlich ein bisschen zu enge sein, aber trotzdem besser als überhaupt keine zu haben. Schmuddelblättchen unterm Bett, jawohl, geht ganz klar, Männerschiff, genau. Ist unter A ein anderes External als unter Bett B? Das sind verschiedene, aber ich vermute, dass jeder, der draufdrückt, auf dieses Ding zugreifen kann. Also sonst müsste das ja so sein, dass man eben sagt, ich logge mich hier ein, das ist jetzt hier meine Koje und dann darf auch kein anderer draufdrücken. Das ist sicherlich nicht implementiert im Game. Ganz sicher nicht. Das heißt, man kann seine Mates beklauen, Freunde. Ich weiß nicht, ob es schon ein Mate-Beklau-Gameplay gibt von der Corsair auf YouTube oder so. Ich fliege jetzt mal los. Aber das, glaube ich, hat noch niemand entdeckt. Ist das die Corsair, wo Uli gerade ist? Fragt JD. Und nachdem er erkannt hat, dass es so ist, nimmt er gleich direkt teil. Ich mag die Lichtstimmung. Ja, ich mag sie auch. So, jetzt schnell wegfliegen, damit wir nicht eingestort werden. Wie gesagt, bis jetzt ist es für mich so, hat das Schiff 100 von 100 Punkten für das Geld. Und also sowohl Optik als auch Innenraum, volles Programm, ist alles geil. Ich finde auch die Triebwerke sind geil. Ich mag auch so diesen Blechgaragen, dieses Blechgaragen-Feeling hinten von der Landeklappe. Wenn man dem Ding hinten so auf den Arsch guckt, dass das so ein bisschen so ausguckt, als wäre da halt so ein Garagentor zugegangen. Auch das gefällt mir, finde ich alles völlig in Ordnung. Finde ich alles völlig in Ordnung. Das Einzige, aber das wissen wir, ich glaube, das können wir auch als gelöst dann abhaken. Ich fliege jetzt mal ganz langsam hier raus, damit ich die Flügel nicht anstoße. Ich glaube, noch nie ist jemand mit einer Corsair so schön rausgeflogen wie ich jetzt. Aber das muss man auch machen. Der Hobel ist relativ hoch. Und ich habe keinen Bock, dass das hier wieder eins von diesen Videos ist, wo man sich erstmal die Knarre abbricht, bevor man überhaupt los ist. So muss man mit dem Ding umgehen. So, ganz vorsichtig raus. Und was ich wahnsinnig mag, ist sind auch die Triebwerke. Ich finde die Triebwerke geil. So, jetzt stelle ich mich mal hier hin, so dass ich dem Shoyo nicht direkt den Flügel an seine Conny drücke. Shoyo ein bisschen Abstand halten, weil ich klappe jetzt den Flügel runter und dann haue ich dir den direkt auf die Mütze. Vielen Dank. So, wenn ihr N drückt, dann geht natürlich dieses kleine schnuffige Fahrwerk rein. Und die Flügel klappen nach unten, glaube ich. Nein, tun sie nicht. Warte mal. Muss man die manuell? Nee, das ist der Hover-Mode. Hä, ich dachte immer, mit N würden die Flügel noch ein- und ausfahren. Ist N nur Fahrwerk? Alt-K, weiß ich schon. Ich dachte nur, dass... Okay, alles klar. Dann, also mit N kann man das Fahrwerk... Ich dachte nur, dass das auch automatisch... Also Alt-K. Und jetzt guckt euch das mal an. Diese Animation ist einfach ein Traum. Der fährt hier so ein bisschen nach oben und klappt dann nach unten. Und diese Klappen hier, also das sieht einfach geil aus so. Da kann man mir sagen, was man will. Das sieht einfach spitze aus. Und gerade für mich, ich bin ja eh ein Fan von Gelb und von Metall. Also für mich, ich war verliebt in dieses Schiff und bin es eigentlich in das von der Optik immer noch. So, ich fliege jetzt mal ein bisschen. Aber wir wollen natürlich auch das Aber nicht verschweigen.
Und abgesehen vom Handling mit der Größe der Flügel, was natürlich nicht so ganz leicht ist. Aber was eben dazugehört, ist momentan das Aber von diesem Schiff einfach das Handling. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf SCM gehe, wir machen jetzt mal so ein bisschen Agility-Test vom von diesem Schiff erstmal im schwerelosen Raum. Ich mag leider keine asymmetrischen Schiffe und jeder, der weiß, was gewöhnungsbedürftig ist, finde ich, ist das sehr niedrige Fahrwerk. Das kommt auch noch ein bisschen dazu, aber damit könnte ich leben. Aber wenn ihr jetzt mal guckt, wir sind jetzt quasi auf normalem Cruise Speed, der relativ gering ist. Also das Schiff ist nicht schnell. Und hier nach oben und unten, finde ich, ist voll okay. Ist jetzt nicht so berauschend, aber geht. Aber das Problem ist, das dauert eine Weile, bis der sich hier wieder ein bisschen gefangen hat. Weil er gefühlt, wenn ich jetzt hier gegensteuere, zu sehr in die andere Richtung will. Das ist das eine. Das heißt, es ist vom Handling um die Achse schon sehr nervös. Und die andere Achse ist einfach so, ihr seht es selber, der Hobel ist einfach echt, wenn man nach rechts und links fliegt, sehr, sehr träge. Und wohlgemerkt, ich bin hier nicht in der Atmosphäre. Und wenn ich dann aufgehört habe, mich zu bewegen und mich wieder normal eintriggern will, dann dauert es eben eine Weile, ihr seht, bis das Ding wieder ruhig ist. Das heißt, vom Fluggefühl ist es extrem schwammig. Das ist leider aktuell die Situation. Aber das werden sie höchstwahrscheinlich patchen. Symmetrie ist mir auch wichtig. Ich habe schon ein Problem, mit der Mitte zu sitzen bei der Freelancer. Asymmetrisch sind aber viele Schiffe, gell? Unter anderem auch die MSR, die ist auch nicht symmetrisch. Und die Ares Ion und die Ares, generell die Ares-Schiffe sind auch nicht symmetrisch. Es gibt sehr viele Schiffe, die nicht symmetrisch sind. Die Corsair mag es sehr, mit Nachbrennersteuerung geflogen zu werden. Ich weiß, man muss quasi bei der Corsair in der Kurve immer den Speed rausnehmen und dann eben permanent so fliegen mit Nachbrenner. Aber das ist halt nicht so die Idee, finde ich. Kann mal jemand mit einer Medic Pisces zu mir im Real Life vorbeikommen? Ich habe mir eine Grippe zugelegt. Genau, wir fliegen jetzt mal so ein bisschen runter Richtung Microtech und gucken uns nochmal den Rest hier an. Ich finde, das Cockpit ist sehr, sehr cool. Ich mag dieses Drake-Grün. Das habe ich schon von Anfang an gesagt. Das erinnert mich sehr, sehr stark an Wing Commander. Das ist nämlich genau der gleiche grüne Farbton. Wer Wing Commander noch kennt, der weiß, so sahen die Cockpits früher aus. Und ich finde, es ist echt so ein richtig schönes Retro-Gefühl, wenn man hier drin hockt. Und dann natürlich dieser super kleine, niedliche Ventilator, der natürlich keine Funktion hat. Völlig klar. Ich weiß nicht, was der lüften will. Aber für einen schwitzenden Piloten in voller Kampfmontur wird das nicht reichen. Also Klimaanlage, Fehlanzeige, Freunde. Aber hier die Tastatur. Ich gucke mir mal alles genau an. Ich habe zum Beispiel kein Schiff bisher gesehen, was so eine Tastatur hat. Meine MSR hat das nicht. Schaut mal, richtig schön mit Page Down, Page Up, Home End. Das bedeutet, im Jahr 2900 haben wir noch solche Tastaturen mit Caps Lock. Sehr geil. Und auch diese ganzen Schalter, ich weiß nicht, wenn ihr solche teuren Joysticks habt, solche Wörpel oder solche VKB heißen die, glaube ich, dann kennt ihr auch dieses Schalterdesign und auch diese weißen Umrandungen. Das ist alles sehr techie-mäßig. Also auch von innen muss man wirklich sagen,
Ist das Schiff wirklich eine 1 mit Stern? So, oh. Oh, das war sein letztes Wort. So, und jetzt habe ich genau das Problem. Jetzt bin ich schon in der Atmosphäre. Und jetzt ziehe ich hier gerade volle Möhre hoch, Freunde. Und ihr seht, da tut sich fast nichts. Da passiert fast nichts. Ich habe jetzt gerade die Maus voll nach oben gezogen. Bis der einmal mal mit dem Arsch nach oben kommt, dauert das eine Weile. Vielleicht gibt es ja bald Wörpel oder VKB, die diesen Used-Sei bekommen, sagt Max Hardcore. Pass auf, ich kann dir Folgendes anbieten. Du kannst gerne Wörpel kaufen und dann schickst du sie mir und ich benutze sie ein Jahr für dich und dann schicke ich sie dir wieder zurück. Das können wir auch gerne gegen Bezahlung machen. So, und Flemi ist gerade gefolgt. Vielen Dank, Flemi, für deinen Follow. Der Sechser ist doch gefolgt vor 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das mitgekriegt habe. Also, wenn du mir quasi im Monat 9,99 Euro zahlst, machen wir es so. Und dann für 12 Monate, dann können wir auch sagen, machen wir einen Freundschaftspreis 99 Euro. Rixis ist jetzt Follower. Dann bekommst du von mir deine nagelneuen Wörpel Joysticks im Used Look zurückgeschickt. Auch mit Autogramm. Das heißt, du wirst fürs Wörpel Nutzen bezahlt. Richtig. Kannst du einmal durch die Wolken fliegen? Ja, mache ich. Machen wir heute eventuell Rock Mining? Das schauen wir dann. Ich habe es jetzt noch nicht vor. Ich habe noch nicht vor, weil wir sind jetzt gerade Microtech. Da ist mit Rock Mining nicht so viel. Und jetzt habe ich auch gerade den Wunsch gehört von euch, dass ich durch die Wolken fliegen soll. So, jetzt sind wir in der Atmosphäre. Was ich auf jeden Fall auch geil finde, wie gesagt, sind diese Triebwerke. Ihr seht das hier. Wie wunderschön diese Triebwerke sind. Das ist wirklich ein Genuss. So, jetzt hoffe ich, dass ich mit dem Hobel hochkomme. Ja. So, und jetzt können wir im Prinzip schon mal eigentlich das so ein bisschen adressieren, ja, was an dem Schiff im Moment. Das war sehr knapp, lieber Madflow. Das war sehr knapp vorbeigeflogen. Ich weiß, du bist ein guter Pilot, aber das war sehr, sehr knapp. So, das war wirklich komplett knapp. Kannst du den Leuten nochmal fix das Display rechts am Boden zeigen? Mache ich gleich. Also wir fliegen jetzt SCM und wir sind ganz offensichtlich in einer Atmosphäre mit normaler Erdschwerkraft, wie ihr seht. Und ich fliege jetzt ein paar Kurven, Freunde, aufpassen. Und wenn ich jetzt so bleibe, dann seht ihr, das ist schon eine träge Angelegenheit. Normalerweise zum Beispiel eine Star Runner, das ist so dieses Fluggefühl, was ich voll gerne habe, kann man quasi einfach so drehen und die dreht dann so ein bisschen um sich selber, so lange, bis sie die Triebwerke quasi in die ursprüngliche Flugrichtung zeigt. Das fühlt sich so ein bisschen decoupled an und das machen viele Schiffe so, auch in der Atmosphäre, und diese hier macht das quasi gar nicht. Sie fliegt einfach wie so eine alte Diesellok. Und ist auch wirklich alles andere als agil. Und ich finde, für mich persönlich ist das so ein kleinen Ticken zu träge. Das ist den Tick zu träge, wo man dann sagt, nee, das geht mir auf den Sack. Und wenn man dann noch jemanden dabei hat, jetzt kann ja gerne mal jemand mit seiner Carrick vorbeifliegen, damit ihr mal den Unterschied seht. Die Carrick ist ja zum Beispiel ein viel größeres Schiff. Wenn ihr dann seht, wie agil die in der Atmosphäre ist.
Spektre sagt, Agila wäre die Bewaffnung zu UP. Ja, das muss man so ein bisschen, das muss man ganz sicher so ein bisschen noch alles balancen, definitiv. Es ist der Backstein der Lüfte, genau. So wie Rax Hefon sagt. Oh, oh, oh. Und ich kann zum Beispiel auch nicht, boah, habe ich jetzt gerade Schwein gehabt. Alter Falter, habe ich jetzt gerade Schwein gehabt. Ich wollte gerade sagen, ich kann auch nicht ausweichen, aber zum Glück konnte ich ausweichen. Boah, da habe ich Glück gehabt, dass ich erkannt habe, dass da was kommt. Also das ist im Prinzip so ein bisschen gerade das Problem mit der Corsair, ja. Also wenn man eben weiß, okay, ihr müsst das ja alles wissen, immerhin kann man das Ding ja heute auch gewinnen. Es ist noch ein bisschen träge im Flug, aber es wird noch gefixt, ja. Es wird definitiv gefixt, es steht im Issue Council auch drin. CRG ist informiert und die haben auch gesagt, ja, wir werden das noch anpassen. So, Saint of Killer ist jetzt Follower. Vielen Dank für dein Follow. Genau, wir machen jetzt Folgendes. Ich werde jetzt mal hier oben, damit wir etwas sehen können, ich werde jetzt mal stoppen. Und dann kann ja mal die Carrick vor mich kommen und kann mal ein bisschen... Genau, ich fliege jetzt mal einer Envel Carrick hinterher. Damit ihr mal seht, was ich meine. Ein wirklich viel größeres Schiff. Kommt mal zu mir hoch. VTOL an, weiß ich auch. Ich fliege aber prinzipiell immer ohne VTOL. Ich glaube, mit VTOL ist das Ding aber auch nicht agiler. Ich hatte jetzt nicht das Problem, dass das Ding absackt oder so. Ich glaube, VTOL hilft gegen Absacken. Ich mache es aber gerne an, kein Problem. So, Gothic Cool ist jetzt Follower. Vielen Dank. Gothic Cool. Ich habe VTOL an, Freunde. Ich lasse mich von euch gerne mit Tipps versorgen. Ich habe jetzt auch gar nicht dran gedacht. Also wir nehmen jetzt mal den dicksten Eimer, den wir kriegen können. Hier in unserer kleinen Ausflugsflotte, das ist die Carrick. Und gerne kann auch die Conny quasi neben oder hinter der Carrick, so dicht wie möglich hinter der Carrick fliegen. Und ich fliege dann mal hinterher. Und wir können uns ja mal auf einen Speed einigen. Pass auf, ich mache jetzt mal so ein kurz mal C und dann, Matt, ich fliege mal geradeaus, lieber Matt Flo, und flieg du dann einfach an mir vorbei und setz dich dann vor mich. Wir wollen jetzt das mal testen bei SCM und der Speed ist 130. 130, 140. Also wenn du 140 fliegst, ist es cool. Sie fliegt immer noch besser wie eine Reklame in der Atmosphäre, sagt der Fahle. Und das heißt für mich, dass der Fahle, mein früherer Kollege Fabian, Star Citizen spielt. Hallo Fabian, du spielst Star Citizen, jetzt hast du dich geoutet. Denn sonst wüsstest du das Wort Reklame nicht. Und ihr seht, selbst wenn man VTOL anhat, sie geht einfach mit der Nase nach unten. So, jetzt lasse ich die Carrick vorbei. Es gibt einen Key, den du belegen kannst, Match Target Velocity. So, ich habe jetzt ein bisschen gebremst. Matflow, flieg du einfach ganz normal. Ich muss mich ja nach dir richten. Flieg ruhig ein paar Kurven und flieg ruhig auch ein bisschen nach unten. Wie gesagt, Speed ungefähr 130, nicht zu schnell. Und an die anderen nicht zu nah an mich ran. Krass, ich habe jetzt ein bisschen Gas gegeben, aber das Ding wird nicht wirklich schneller. Und ihr seht, diese Kurve, die die Carrick jetzt gerade gemacht hat, und vor allem diese Konterkurve hier, und hier Shoyo ist jetzt direkt am Hintern von der Carrick, klebt da förmlich dran, da komme ich nicht mit. Ich kann diese zweite Kurve kann ich schon fast gar nicht richtig fliegen.
Und jetzt zum Beispiel habe ich gerade gesehen, wie die Conny an mir vorbeigeflogen ist. Die hat sich so vom Gefühl angefühlt wie so ein Kleinjäger. Hier, schaut mal. Ich gehe jetzt mal wieder. Ich bin die ganze Zeit auf STM. Und ich habe auch die VTOLs nach unten. Und ich kann quasi diese ganzen Flugmanöver hier, die Connys machen, die der Carrack hinterherfliegen, so gar nicht nachvollziehen. Kann auch sein, dass ich blöde bin. Aber auch die Corsair, die da unten ist, hier, die fliegt auch in alle möglichen Richtungen, aber die fliegt nicht genau dahin, wo sie soll. Ich versuche jetzt mal ein bisschen daran zu kommen. So, Cyber sagt auch, das Ding sollte eher wie eine Conny fliegen. Und was ich euch halt damit zeigen will, ist nicht, guck mal, wie scheiße die fliegt, sondern ich möchte euch damit zeigen, wenn ihr mit Kumpels unterwegs seid und ihr im Prinzip Schiffe in dieser Größe habt und gemeinsam halt das Verse erkundet. So, Bulls 2605 ist jetzt Follower. Vielen Dank, Bulls, für dein Follow. Also im Prinzip will ich euch damit nur sagen, schaut mal hier, wenn ihr mit Kumpels unterwegs seid und der eine hat eine Carrack und die anderen haben Connys und so, jetzt macht's gleich Bumm, seht ihr? Dann macht das halt mit dem Ding keinen Spaß. Ihr habt immer das Gefühl, alle anderen fliegen coole Schiffe und ihr fliegt quasi mit irgendeinem... Oh Gott, und jetzt stürze ich zum Beispiel schon ab, weil ich die Karre nicht mehr hochkriege. Da, ich habe die Kiste nicht hochgekriegt. Und das ist das, Strafe Down bei Nase hochziehen, mal versucht. Es ist so, diesen Aufwand, den man betreiben müsste, damit das Ding so gut fliegt wie die anderen Schiffe, mit denen ich jetzt gerade geflogen bin, das ist das, ich will jetzt nicht das Schiff schlecht reden, aber es ist einfach so, in dem Moment, wenn andere mit einer Starrunner rumfliegen und ihr fliegt mit dem Ding rum, dann habt ihr nach 10 Minuten den Kanal komplett voll und sagt dann einfach, hey komm, fick dich. Ich fliege mit dem anderen Schiff. Ich will doch Spaß haben. Und das ist halt das Problem, das Ding macht keinen Spaß. Aber ihr könnt es gewinnen. Und Max Hardcore, der jetzt plötzlich Russisch schreibt, warum auch immer. Darkbars 2020 hat gerade gechattet. Oh, ich stehe hier im Krankenbett, mir geht es offensichtlich gut. Das ist gerade das Problem. Also das Flugverhalten von dem Ding ist einfach so... Das Flugverhalten von dem Ding ist einfach so, dass es nicht nur halt träge ist und so weiter, sondern es ist im Moment zu den anderen einfach nicht konkurrenzfähig im Sinne von Handling und so. Und der Dings, Rupert Agrar sagt, ich finde, man gewöhnt sich an das Fliegen mit ihr. Ja, das glaube ich definitiv. Definitiv, du musst halt auch lernen, gebe ich auch zu, ich bin ja auch immer kritikfähig. Man muss sicherlich lernen, mit dem Ding umzugehen. Nehmen wir mal an, das bleibt jetzt für immer so. Nehmen wir mal an, es wird niemals gepatcht und es bleibt für immer so. Dann muss man lernen, damit zu fliegen. Dann muss man wirklich sagen, wir geben geradeaus Vollgas. Wenn wir eine Kurve fliegen, nehmen wir den Speed komplett raus. Dann würde sich das auch lohnen, wirklich mit einem Joystick und mit einem Schubregler zu fliegen. Und dann ist auch richtig Arbeit, das Ding zu fliegen. Also Kurve, dann nehme ich den Schub raus, dann ziehe ich die Nase rum, dann gebe ich wieder Gas, dann fliege ich Nachbrenner und so. Aber das ist halt so, ich hätte darauf keinen Bock. Ändert in der Atmo mal den Knopf, Proximity Flight Assist ist dann etwas besser. Okay. Alle anderen sind easy to use, hard to master. Die Corsair ist hard to fly, mystic to master, genau. Ich bin gespannt, wie sie mit der 318 fliegt, denn soll sie ja nicht mehr die Nase und so runterziehen. Ja, und ich habe gerade die Nase auch nicht hochgekriegt. Also ich kam mir gerade ein bisschen vor, wie in dieser einen Boeing, die den kleinen Softwarefehler hatte. Beim nächsten Patch soll es doch geändert werden. Genau, ich will es nur sagen, Freunde. Denn wir können das Ding jetzt gewinnen. Gebt einfach mal Ausrufezeichen Giveaway in den Chat. Das ist der Grund, weil ich habe das Schiff ja auch gelobt. Es ist wunderschön und ist geil, aber im Moment ist es vom Flugverhalten noch ein bisschen müllig. Kann ich noch mit in die Party? Ja, natürlich. Und verlosen tun wir das Ding
Frühestens um 12:30. Also wenn jemand fragt, wann, frühestens um 12:30 und auch nur dann, wenn wir über 100 sind. Denn unter 100 haue ich das Ding nicht raus. Das Ding hat es verdient, dass man es will. Ihr müsst das Ding wollen. So, aber Lohnes sagt zu Bulls, schalt mal die Wolken aus. Und Bayerisch Game fragt den Bulls, was für ein PC hast du? Vermutlich hat Bulls ein Problem mit seinem PC. Und gerade hat noch Cyborg gefolgt. Vielen Dank, Cyborg, für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Herz für dich. Und Peti Kamin hat auch gefolgt. Vielen Dank, Peti Kamin. So, Freunde. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob ihr auch alle schön teilnehmt bei dem Ding. Weil, wenn das 50 Leute sind, kann ich das Ding nicht rausrollen. 102, sehr schön. Seliverti ist jetzt Follower. Vielen Dank, Seliverti, für dein Follow. 102 ist okay. Denn ich habe ja fast keine Werbung gemacht. Moment. Ich guck mal kurz, wie viel hatten wir bei den letzten? So, und Gesiehe 13 ist jetzt voller. Vielen Dank, Gesiehe. Und Invisus hat auch noch mitgemacht. Seleverti hat auch mitgemacht. Und Bull 2605 hat auch mitgemacht. Und Invisus ist jetzt auch Follower. Vielen Dank, Freunde. So, jetzt schauen wir mal kurz, wie war denn das früher? Wie war denn das früher? Jetzt haben wir 105. Er zeigt mir, glaube ich, die früheren gar nicht an. Warte mal da. Nee, die früheren zeigt er mir nicht an. Da habt ihr jetzt Schwein gehabt, sonst hätte ich gesagt, mindestens so viele wie beim letzten Mal. Aber ich kann es jetzt gar nicht nachvollziehen. Wir warten noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mitarbeiter 01 ist jetzt Follower. Vielen Dank, Mitarbeiter, für deinen Follow. Vielen Dank. Und du hast einen sehr schönen Twitch-Namen. Wirklich sehr schön. Trinkt ein bisschen trostlos. Hoffentlich hat dein Chef dich nicht so genannt. So, Margulotta hat mitgemacht, DXDX hat mitgemacht, Bayerisch Game, okay. Warte mal, wir gucken mal kurz bei Bulls. Vielleicht können wir Bulls auch noch helfen. Warte mal, ich guck mal kurz. Bulls hat irgendwo geschrieben, dass er Probleme hat mit seinem Spiel. Warte mal, ich muss mal hochscrollen, wo das ist, ob ich das noch sehen kann. Warte mal, wie ist denn sein Name? Welche Farbe hat sein Name hier? Hellblau. Er hat eine 3060 und ein i5 11400F, was im Prinzip beides gut ist. Beides gut. So, und was hat er geschrieben? Da nicht. Dark Sniper will noch mit in die Party, sehe ich jetzt gerade. So, da. Wenn ich Star Citizen spiele, hängt das Spiel bei mir so krass und ich weiß nicht, woran es liegt. Aha, okay. Hanuta 52 ist jetzt Follower. Vielen Dank, Hanuta. Und Hotscott. Also ich lade jetzt mal Dark Sniper und Hotscott noch ein. Und jeder, der noch mit rein will, sagt bitte Bescheid. Also auf jeden Fall ist eins klar, 16 GB ist zu wenig. Das ist zu wenig. Es geht gerade eben so, aber... ja, genau. Aber es ruckelt dann halt, weil er ab und zu halt... Real Mickey D ist jetzt Follower. Vielen Dank, Real Mickey D. Und gerade wenn du irgendwo bist, wo du genau weißt, jetzt wird der RAM vollgepumpt, dann ist 16 GB ganz schnell zu. Also wenn du zum Beispiel in Horizon bist oder wenn du auch Microtech rumfliegst und so. 16 GB
zack, 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 ist ganz schnell voll und dann muss er im Prinzip schon swappen die ganze Zeit. Und wenn du dann in einen Bereich kommst, wo er im Spiel nachlädt, dann hast du halt, wenn dein RAM voll ist, genau das, was du jetzt gerade siehst, nämlich dass dein Spiel halt krass laggt. Also ich habe jetzt Dark Sniper eingeladen und der zweite, den Namen, wer war das noch? Bitte nochmal melden. Bitte mir auch ein Invite Handle Tully. Tully lade ich auch noch ein. Da. Aber da war noch jemand. Boah, wie die Liste ruckelt. Hopscott, genau. Das war's, genau. Das war's. Hopscott, Moment. Müsste hier bei H sein. Da. Und Daily Pixel will auch noch mit. Daily Pixel will auch noch mit. So, Moment. Daily Pixel, da. Invite. So, und Say Niemals Nie will auch noch mit. Schaut mal. Da fragt man einmal, wer will noch mit? Und dann ist man schon wieder eine halbe Stunde beschäftigt. Wenn ich mal nicht weiß, was ich im Stream mache, dann das. Wir haben eigentlich immer was zu tun, Freunde. Und Woki hat mir eine Freundschaftsanfrage gestellt. Das bedeutet, er will auch mit. Ich glaube, ich habe sie aber gerade schon angenommen. Dann gucke ich mal hier, ob ich dich sehe bei V. Ja, ich habe dich gerade schon angenommen. Invite. Peng. Zwischenzeitlich kann mittels Weiß Memory Optimizer den Speicher immer im Hintergrund Freiraum lassen. Vielleicht hilft's. Es geht aber auch voll auf die CPU dann. Hast du noch einen Platz? GC hier 13? Ja, also unbegrenzt. Unbegrenzt. Boah, der Server ist auch voll hier. Schau, das ist ein 110er Server. Sind wir schon befreundet? So, Bulls fragt. Ganz wichtig. Reicht es, wenn ich zwei RAM-Bänke extra hole? Oder soll ich direkt 32 GB Kit kaufen? Nein, musst du nicht, wenn du... Also Bayerisch Game darf das natürlich auch beantworten, tut er jetzt schon. Wenn du jetzt guten RAM hast, 2,8er, 2,8 GB Riegel, dann kaufe nochmal 2,8er, die gut dazu passen. Ideal wäre es, wenn du die gleichen nochmal findest. Also wenn du genau weißt, du hast da keine Ahnung, Corsair oder G-Skill oder whatever, was es für Firmen gibt. Es muss nicht die gleiche Firma sein, aber wenn du dann welche zum Beispiel hast, wo du weißt, das sind PC 3200 mit einer bestimmten Taktung, das wäre voll gut, wenn die, also es muss im Prinzip genau gleich passen. Du hast Corsair Vengeance RGB Pro, sollte gut sein, also, dann kauf die nach. Kauf dir nochmal 2,8er Riegel und behalte die, die du hast, das spart Geld. Denn beim RAM geht es auch um die Kapazität. Du würdest im Prinzip ja 16 GB kaufen, die du ja schon hast, die du wegschmeißen würdest. Wäre ja doof. So, Woki nochmal einladen. Und das, die Vengeance sind auch geile, ist ein guter RAM. Er kann auch mit 16 GB spielen, er muss nur die Grafik runterstellen. Fürs Erste sieht auch nicht schön aus, ja, aber er will es ja richtig haben. Und er hat eine 3060 und er hat einen 11400 i5. Das ist eine gute CPU zum Spielen und das ist eine gute Grafikkarte. Mit welcher Auflösung spielst du, hast du uns, glaube ich, noch nicht gesagt. Wenn du Full HD spielst, bist du so oder so damit im guten, warte mal, Pending. Aha, Cyborg will befreundet sein. Gesihe und Sergeant Celeverti. Warte mal, ich nehme euch auch noch mit rein. Boah, diese Liste, hey, wenn man die scrollen will. So, Cyborg. Was ist denn das für ein geiler Name? Cyborg. Guckt euch das mal an. Der hat tatsächlich für Star Citizen den Namen Cyborg. Ist das eine 8 oder ist das ein B? Das ist ein B, gell? Wie kann man diesen Namen haben? Gesihe war, glaube ich, auch noch. Und Celeverti war, glaube ich, auch noch. Den musst du dir aber ganz früh reserviert haben, dass der noch frei war. So, geh siehe, invite to party.
Der nutzt eine 8 als B, okay. Hast du einen Discord oder Gildet? Ja, stimmt. Verdammte Axt, jetzt müssen wir es ja wirklich mal sagen. Wenn ihr in unser Discord wollt, einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat, Freunde, dann kommt ihr auf unser Discord, dann kommt ihr erstmal in die Willkommen-zu-Hause-Halle. Da müsst ihr dann mit einem Daumen nach oben bestätigen, dann kriegt ihr den Zuschauerrang und dann könnt ihr in den Zuschauerkanal und dann könnt ihr euch alle miteinander unterhalten. Und wenn ihr dann feststellt, Mensch, die Leute, die da drin sind, sind ja alle voll nett, die habe ich ja voll gerne und so und die würde ich ja gerne wiedersehen und der Uli ist ja auch ein toller Streamer, den habe ich auch lieb, dann könnt ihr auch gerne hier unserer Orga beitreten, einfach mal Ausrufezeichen Orga in den Chat, dann kommt ihr zu United Lost Ink. Das ist keine Orga im Sinne von, ihr müsst dann und dann spielen und ihr müsst so und so gut fliegen und wenn ihr keine 890 habt, dann seid ihr bei uns nicht erwünscht, sondern unsere Orga ist wirklich eine Community für unsere Zuschauer. Das heißt, wenn ihr unseren Stream mögt, wenn ihr mich mögt, wenn ihr unsere Gemeinschaft mögt und so, könnt ihr da gerne beitreten. Ihr könnt auch gerne noch eurer alten Orga treu bleiben, drin bleiben. Und wir sind da nicht so nach dem Motto exklusiv, entweder nur wir und sonst kein anderer und so. Wir sind da easy. Aber wenn ihr im Prinzip zeigen wollt, dass ihr uns gerne habt, könnt ihr gerne auch hier eintreten. Dann habt ihr im Discord auch noch ein paar eigene Kanäle und könnt dann da auch ein bisschen rumbubenzen. Ich habe auch seit kurzem Probleme, sagt Knochen81. Oh je, hoffentlich hat es nichts mit seinem Namen zu tun. Im Moment kann ich eigentlich nichts machen. Das hört sich nicht gut an. Immer ein Crash to Dead Talk. Ich habe eine Radeon RX 6008 XT und zum Glück sind es nur Computerprobleme. Santi fragt, streamst du immer nur so spät? Nur? Fragezeichen. So, Heri kauft sich auch ein Ticket. Ja, ich streame an drei Tagen, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Donnerstag um 22 Uhr, Samstag 22.30 Uhr und Sonntag auch 22 Uhr. Und immer so spät, weil, ihr müsst das auch wissen, klar, Logo, ich arbeite und bin auch hab Family und so weiter und kann natürlich nicht dann, wenn ich nach Hause komme, um 8 oder so direkt den Stream anschmeißen, sondern ich muss das schon so zu Zeiten machen, wo ich das einrichten kann. Und wenn ihr wollt, dass ich auch tagsüber streame, dann müsst ihr im Prinzip mich mehr supporten, also und mich groß machen, ja? Dann seht ihr mich quasi jeden Tag und quasi immer, ja? Und dann kann ich das nämlich machen, aber im Moment ist es so, ich habe einen Job, den ich auch sehr gerne mache, auf jeden Fall. Und deswegen mache ich es eben um diese Uhrzeit. Du musst alles von AMD im Taskmanager killen, dann läuft's. Ich glaube nicht, dass das, die Lösung ist. Ich denke, der neue Treiber ist es. Also AMD und Star Citizen, glaube ich, war immer ein kleines Thema auch, gell? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. So, die Jungs, die sind ja alle am Knien. Sehr lieb, Freunde. Ich werde mich jetzt erstmal anziehen. Ich stehe nämlich seit einer halben Stunde schon im Nachthemd rum. Lasst mich erstmal ein paar Klamotten anziehen und dann hauen wir das Ding raus, Freunde. Also, ich nehme den da, dann nehme ich Dann nehme ich natürlich wieder meine Lieblingsrüstung. Bitte nicht ins Bild rennen. Warte mal. Ah, den weg. So. Das Ding. So, dann die grünen Arme natürlich dazu. Scheiße, falsche Taste. Ah, fuck. So, jetzt muss ich die Hose haben. Oh, schon wieder falsche Taste. Alter Falter. Also hier ist auch Nachholbedarf quasi in der Bedienbarkeit. Aber egal, es ist eine Alpha, wir wollen nicht meckern. So, jetzt muss ich hier drauf drücken und dann kann ich das hier sehen. Mir würde es schon helfen, wenn hier der Filter nicht das überdecken würde, den Tooltip, weil das ist halt immer ein bisschen doof, wenn ich den Tooltip hier lesen will und dann quasi hier, wenn ich dann den Rucksack habe, der Tooltip unter dem Filter ist,
Das ist eben das Problem. Wenn das schon weg wäre, wäre alles geil. So, Freunde, jetzt lege ich mir noch eine Knarre an. Und dann schauen wir mal, wie viele Leute jetzt bisher mitgemacht haben bei dem Giveaway. Und ob wir das Ding dann raushauen können. So, das ist auch nice. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Munition. Das geht auch schnell. Einen dahin und einen dahin. Das Versus ist ein gefährlicher Ort. Ihr wisst es, wenn man unbewaffnet hier rumläuft, können fiese Sachen passieren. So, und dann klebe ich mir noch das Ding dahin und jetzt ist alles schön. So, vermutlich muss ich das noch kurz mal nachladen. So, und Karnatus ist das Follower. Vielen Dank, Karnatus, für dein Follow. Vielen, vielen Dank. So, pass auf. Gleich sind wir soweit. So. Okay, sehr schön. Also, dann sind wir jetzt gewappnet. Alles fein. Wir haben alles, wir haben Munition, glaube ich, am Mann. Ah, jetzt brauche ich noch ein bisschen was natürlich zum Mitnehmen. Die scheiß Batterie brauche ich nicht. So, jetzt nehmen wir davon noch ein bisschen was mit. Falls wir in ein Feuergefecht kommen. Und dann nehme ich noch davon ein bisschen was mit. So, und dann habe ich natürlich nichts zu saufen. Das ist alles jetzt in meinem Schiff explodiert. Gerade. In meiner wunderschönen Drake Corsair, die wir jetzt unter die Leute bringen. So. Und Dosenhuhn hat zu viele Tickets. So, Freunde, jetzt gehen wir quasi in den Browser und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. 123 haben mitgemacht. Das ist nice. So, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt hauen wir das Ding raus. Und wir, wenn derjenige im Stream da ist, was immer sehr schön ist, wenn derjenige im Stream da ist, und ich gehe auch davon aus, dass es die Chance groß ist, dass derjenige im Stream da ist, denn wir haben das ja erst heute im Prinzip angekündigt. So, und wir haben ein neues, er verlost einen Corsair-Bausatz, genau. Übrigens, das Schiff, was ich jetzt gerade in den Acker gesetzt habe, ist nicht das, was ihr jetzt kriegt. Glaube ich zumindest, weil eben einer wissen wollte, ob es vollgetankt ist. Könnte auch sein, dass es das ist, was ihr jetzt kriegt, gell? Dann hat es ein paar kleine Kratzer. So, also wir haben 126 Leute, die teilnehmen. Und ich werde jetzt von 10 runterzählen, Freunde. Ihr kennt das. Dann kann jeder, der quasi noch nicht ganz sicher ist, kann sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. In den Pilotensitz wurde schon reingepupst. So, und der liebe Dexter hat jetzt noch abonniert. Vielen Dank, lieber Dexter. Danke für wunderschöne 10 Monate. Vielen Dank. Herz für dich, sehr, sehr lieb. So, Freunde, jetzt geht's raus. Jeder, der eingibt Ticket Max, bei mir hat immer jeder nur eine Chance. Und es gibt auch keine Punkte. Und es gibt auch niemanden, der irgendwie bevorzugt wird, weil er abonniert. Wenn jemand abonniert, dann nur aus Liebe oder aus Support, aber nicht, weil er dann eine höhere Chance hat. Jeder hat die gleiche Chance. Auch wenn jetzt jemand noch kommt, jetzt in den Stream mitmacht, hat die gleiche Chance wie alle anderen. So, Ticket Moritz gibt's auch noch, genau. Hanuta 52. Auricom, hier, da macht ihr alle noch mit, sehr schön, 132, perfekt. Das ist eine gute Teilnahme, Freunde. Dafür, dass ich das Ding nicht angekündigt habe, ist es sehr gut. So, wir haben jetzt 0.31 Uhr. Wir hauen das Ding normalerweise um 0.30 Uhr raus. Es geht noch relativ viel, wie ihr seht. Ich werde jetzt langsam, weil jetzt noch so viele Teilnehmer kommen, ich werde jetzt langsam zurückzählen. Von 10, aber echt wirklich sehr langsam. Sehr langsam, damit ihr Zeit habt. Also 10, 9, das geht immer noch nach oben hier. 8, 7, 6, 5,
Falls ihr nicht wisst, warum ich jetzt zähle, ich zähle deswegen, damit ihr Zeit habt, noch teilzunehmen, gell? Seht ihr? Da nimmt nämlich noch einer teil. Wo waren wir jetzt? Wo waren wir denn gerade? Bei 7 oder bei 6? Oder bei 5? Ich glaube, bei 6 waren wir, gell? Bei 5? Bei 8? Nee, ich nehme jetzt mal die 6. Ich weiß, dass wir bei 5 waren. Wir nehmen die 6. Also 6. 5. Hier, solange es da noch hoch geht, haben es die Leute immer noch nicht kapiert, dass es hier was zu gewinnen gibt. 4. 3. Gell, ihr wisst, was wir hier machen, gell? Ihr wisst es schon. 2. Jetzt ist gleich zu Ende, Freunde. 1. Und? Spannung? 0. Hoffentlich mache ich das Ding jetzt nicht kaputt. Giveaway schließen. Ich drücke jetzt auf Giveaway schließen. Vielleicht wollen die Leute das auch teilweise nicht. Also, ich drücke jetzt auf Giveaway schließen. Ich zähle jetzt nochmal ganz schnell von 10 runter, aber wirklich ganz schnell, damit die Leute, die jetzt noch dann doch sagen, verdammte Axt, komm, warum nicht? Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seht ihr, da war wieder einer. 3, 2, 1, 0. So, Giveaway schließen. Zack, da ist es zu. Und jetzt werden wir einen Gewinner ziehen, Freunde. Das läuft hier relativ hoppla hopp. Ich muss hier nur draufdrücken, wie bei Tele 5, genau. Ich bin wie einer von diesen schmierigen Tele 5-Typen, die euch eine Heizdecke andrehen wollen und dann sagen, ich werd verrückt, so eine geile Heizdecke habe ich ja noch nie gesehen. So, also, los geht's, einen Gewinner ziehen, zack, peng. Und der Gewinner ist Volley Runner, das ist ein guter alter Bekannter, den Namen kennen wir. Volley Runner kennen wir. So, vielen Dank. Volley Runner hat gewonnen. Ich hoffe, dass Volley Runner da ist. Volley Runner ist der Gewinner. Und das ist jemand, den ich schon kenne, schon eine ganze Weile. Das freut mich wirklich sehr. Volley Runner, du hast eine wunderschöne Drake Corsair gewonnen. Weißt du hoffentlich. Und sie ist auch neu. Also du bekommst nicht die kaputte, die ich jetzt gerade versemmelt habe. Und sie wird auch auf jeden Fall noch gefixt, ja. Also, und wenn sie nicht gefixt ist, dann geh einfach drumrum und guck sie dir von außen an. Ist ein wunderschönes Schiff. Volley Runner, wenn du da bist, dann schreib mir bitte eine Nachricht im Chat. Wenn du es nicht machst, dann werde ich mich bei dir morgen melden. Wenn du da bist, dann sag kurz Hallo, dann können wir dich alle nochmal feiern. Und auf jeden Fall, vor allem hat Uli schon mal einen Bonus, weil er kein Bluetooth-Headset benutzt. Wer macht denn das? Hier, Kabel und da. Also Headset geht gar nicht, das funktioniert nicht. So, er ist da. Er ist da, sie oben. Bitte sag nochmal Hallo, Volley Runner. Ich habe dich nicht gelesen. Er hat sich schon zweimal gemeldet. Hä? Bin ich blind? Also erster, da. Also Herz für dich. Pass auf, dann machen wir das jetzt so. Schreib mir am besten jetzt bei Twitch eine PM, wenn du möchtest, jetzt direkt. Und dann kann ich dir das Ding jetzt im Stream schon rüberreichen. Jetzt. Ich werde das auch auf diskreter Basis machen. Natürlich ist klar. Also ich werde hier den jetzt hier wegmachen. Und wenn du möchtest, dann schreib mir jetzt schnell und dann können wir das ganze Ding jetzt kurz über die Bühne bringen. Ja, mach. Ist mir egal. Ich bin da auf der Seite von dir. Ich habe noch keine Nachricht gekriegt. Ich brauche von dir deine E-Mail-Adresse und dein Ingame-Nick. Und wenn du es jetzt nicht willst, kannst du es mir auch nachher sagen. Dann kannst du mir nach dem Stream auch Bescheid sagen. Du kannst mir jetzt Bescheid sagen, wenn du jetzt voll geil auf das Ding bist, kriegst du es jetzt. Warte mal. Und ansonsten gucke ich einfach nachher. Ich gucke nachher, Freunde. So, ich gucke nachher. Und dann schaue ich einfach rein.
Wenn du mir geschrieben hast, kannst du gerne Bescheid sagen. Dann können wir das ganze Ding jetzt rausholen. So, und ich glaube, alles, was Cyber heute geschrieben hat, habe ich nicht gesehen. Das tut mir sehr leid. So, Freunde, jetzt haben wir es. Machen wir morgen alle Ruhe, ist schon spät. Okay, machen wir morgen, aber auf jeden Fall wundervoll. Wir freuen uns. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. So, und jetzt werde ich erstmal die kaputtgeeierte Drake Corsair wieder claimen. Nee, muss ich nicht, weil die sind beide, ich muss beide claimen. Eine von denen geht raus. Nee, natürlich geht eine neue raus, das ist ja klar. Hier steht auch wunderschön destroyed. Ja, das ist herzerwärmend. Was haben wir denn noch alles hier? Ich habe ja hier schon wieder 1000 Schiffe von Drake, witzigerweise. So, ich werde aber jetzt mit etwas fliegen, was ich wirklich, wo ich gerade wirklich richtig wieder Liebe empfinde. Und das ist einfach die. Mit der fliegen wir jetzt ein bisschen rum und dann bin ich offen für alles. Wir schauen jetzt, was wir machen. Wir werden jetzt, ein bisschen das Verse unsicher machen und werden mal gucken, ob wir irgendwo gebraucht werden. Ob wir, keine Ahnung, vielleicht sogar kriminell werden aus irgendwelchen Gründen. Oder ob irgendeine holde Maid gerettet werden muss oder ob wir einfach nur was entdecken. Hier fliegt gerade eine 600i rum. Und irgendjemand wird von der Station wieder aufs Korn genommen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall noch kurz mal was zum Saufen holen, denn ich habe nichts zum Trinken dabei. Ich brauche dieses grüne Zeug, um mich zu heilen. So, ich wurde fünfmal aus Versehen überlesen. Ich gebe es auf, ich bin im Lurk, weil Kacke, ach so, VR-Kacke zu schreiben. Viel Spaß, Jungs. Sorry, war nicht böse gemeint, lieber Cyber. Wenn du uns jetzt noch was sagen willst, mach's jetzt. Ich werde jetzt auf den Stream ganz genau drauf gucken, ob ich deine Schrift sehe. Und Shoyo hat gerade einfach einen Zweier Crimestat bekommen. Hatte ich die Station jetzt gerade abgeknallt? So, Cruise Lux, das Getränk unserer Wahl. Wenn es das in echt gäbe, Freunde, mein Kühlschrank wäre voll davon. Weil das ist etwas, was man trinken kann und gleichzeitig wird der Hunger gestillt. Das finde ich unfassbar. Also seitdem wir dieses Essen und Trinken Gedöns in Star Citizen haben, trinke ich quasi nur noch das und meinen Char, dem ist noch nichts Schlimmes passiert. Also jedenfalls glaube ich, dass ihm noch nichts Schlimmes passiert ist. Er sieht manchmal einen Moment, warte mal. Ja, okay. Alles klar, ich glaube, ich muss das ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum der so aussieht, weil der quasi nur die grüne Plörre zum Trinken kriegt. Und kein Schnitzel, keine Kartoffeln, keine Eier. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum der so aussieht. Ich habe nämlich immer gedacht, der sieht so aus, weil er keinen Bock hat, von mir gespielt zu werden. Aber ich glaube, das liegt an der Ernährung. So, die haben die Conny nicht getroffen. Sehr schön. Und Cyber sagt, alles gut, Großer, sowas ist nicht wichtig und verständlich, dass man was überliest. Ich habe dir nur Bild auf Discord gesendet, wie man mich im VR am Bett liegen sieht, mit deinem Stream auf VR-Bildschirm. Moment, bleib da, warte mal. Bleib da, das werden wir jetzt noch teilen. Ich gehe mal davon aus, dass du das... oha, guck mal hier. Ach, so sieht das dann tatsächlich aus? Wie krass, warte mal. Heftig. Also ich zeig das mal kurz, Freunde. Ich bin jetzt nicht so der VR-Profi. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht wirklich so aussiehst. Aber das Bild hat mir Cyber gerade geschickt. So sieht das aus, wenn der quasi hier liegt und den Stream guckt.
In VR. Ich glaube aber, Cyber ist kein Fuchs. Ich glaube, das ist so eine Art Avatar. Vielleicht kann man in VR sich selber zu so einer Art Comicfigur machen. Aber auf jeden Fall, der liegt ganz offensichtlich auf seiner Falle. Das ist ein VR-Chat, ein Spiel. Okay, aber du hast da quasi den Stream drin und siehst mich quasi wie in einem Heimkino, oder? Das ist schon geil, gell? An die drei neuen Mitglieder, wenn ihr noch anwesend seid und schon bei uns natürlich in Discord seid, schickt mir doch bitte eine PN, damit ich euch die Rolle im Discord zuteilen kann. Sehr schön. Und auch ganz wichtig, wenn der Name im Discord übereinstimmt mit dem Namen, den ihr im Spiel habt, hilft das auch. Denn manchmal sehen die Leute einfach anders aus. Das sieht wirklich cool aus. Ich bin in dem ganzen VR-Thema gar nicht drin. Ich weiß aber, kann mir vorstellen, dass das geil ist. Ich weiß nur, dass es nicht geil ist zu streamen. Deswegen ist es für mich auch kein Thema. Für mich der nächste große technische Schritt nach vorne. Im Moment ist ja hier alles ausgemaxt und technisch auf dem höchsten Stand, so wie es sein soll. Der nächste technische Step nach vorne wird sein, wenn man mit AV1 encoden kann. Das wird der nächste Step. Dann stellt sich für mich die Frage nach einer neuen Encoder-Karte irgendwann. Da müssen wir mal gucken. Vorerst bestimmt auch später in Star Citizen. Nice, das glaube ich auch, aber zum Streamen schwierig. Für die Zuschauer auch schwierig. Weil du halt diese, glaube ich, zwei Bilder hast, oder? Bei mir ist der Aufbau eines dedizierten AV1 Streaming-Systems. Aufnehmen kann ich schon mit AV1, das kann ich auch schon. Bei mir wird das aber immer ein Rechner sein. Die neuen AMD-Karten sollen AV1 von Haus aus in Hardware können, weiß ich, die neuen, ja, auch die neuen Nvidias. Problem ist nur, dass ich ja eine relativ neue, warte mal, habe ich jetzt das grüne Zeug habe ich, glaube ich, gekauft, gell? Ja, sehr schön. Dann setze ich meinem Anakin wieder seinen Helm auf, damit er nicht so bescheuert aussieht. Jetzt checke ich nochmal, dass er hier quasi gebunden ist. Ich finde, das hier sieht schon alles sehr persistent aus. Ich glaube, wenn wir... Und da kommt ein Raid von Captain Hackbart. Vielen Dank, Captain Hackbart, für deinen Raid. Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Raid. Herz für euch und hallo Zuschauer von Captain Hackbart. Wir genießen hier schon quasi vor 3.18 die Persistenz, die wir im Verse haben. Ich glaube, mit 3.18 wird das hier aussehen, Freunde, nach ein paar Monaten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das wird, glaube ich, ein Müll sondergleichen werden. So, ich bin hier schon gebunden, alles gut. So, euch allen einen schönen Stream noch. Vielen Dank, lieber Captain Hackbart. Wir legen jetzt auch los. Ihr kommt rechtzeitig zu einem Giveaway, was ihr gerade verpasst habt. Es gab hier im Stream was zu gewinnen. Ihr kommt zu spät. Das tut mir sehr leid für euch, Freunde. Aber gameplaymäßig habt ihr noch nichts verpasst. Wenn ihr mich gerne zocken seht, dann seid ihr jetzt genau richtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der beste Spieler bin, aber ihr habt jedenfalls von der Handlung noch nicht viel verpasst. Ich habe eine Drake Corsair kaputt gemacht. Das war's dann auch. So, und jetzt nehmen wir uns ein Schiff, was fliegen kann. Und das ist für mich einfach. Ich könnte auch natürlich die nehmen, aber ich nehme jetzt diese hier. Die steht schon auf Hangar 8. Hundertdrei Member in der Orga mittlerweile, echt cool. Ja, wir haben die 100er Marke haben wir letztes Wochenende geknackt. Uli, kannst du das Aufdecken im Hangar bitte nochmal zeigen? Kann ich machen, ja. Ist aber eigentlich relativ simpel. Vielen Dank, Captain Hackbart, nochmal. So. Da steht noch das kleine Teil drin hier, sehr süß. Das ist, glaube ich, noch von letztem Wochenende. Ein wenig Persistenz, die wir schon haben, ja.
abgesehen von 3.18, wir haben schon persistente Elemente. Das ist eins davon. Ich finde schon, dass Uli der beste Spieler im Verse ist. Der Silver Surfer, vielen Dank, der Silver Surfer. Bei meinem nächsten Giveaway, gell, du weißt Bescheid, werde ich deinen Namen einfach drüberlegen. Über den Gewinner werde ich mir auf Streamdeck binden. Und wenn ich dann auf Gewinner auslosen drücke, werde ich dann sagen, Silver Surfer hat gewonnen. Es wird aber niemandem auffallen. So, ist der Pilotensitz der MSR noch verbuggt? Weiß ich nicht. Volley Runner sagt, ich sage schon mal gute Nacht und einen schönen Stream mit Verschwinde in den Schlummer, Lurk. Sehr gut. Und nochmal bitte alle ein Herz in den Chat für Volley Runner. Der hat nämlich heute eine Corsair gewonnen. Sehr schön. Der Sitzbug äußert der sich so, dass wenn man aufsteht, dass man dann aus dem Schiff glitscht. Ist es der Bug? Ich glaube, das ist der nicht vorhandene zweite Ausgang. Das machen sie, das ist Service am Spieler. Das ist kein Bug, Freunde. Das ist ein Feature. Das ist, damit man nicht immer nach hinten rennen muss. Andi, der Uli ist vielleicht nicht der Beste, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr sympathisch. Ach so, auftanken wollte ich noch. Also ich bin schon aufgetankt, aber du drückst im Prinzip das Mobiglas, dann hier den Vehicle Maintenance Services. Und dann kannst du hier, wenn es notwendig ist, diese Buttons drücken. Bei mir steht überall No Service Required. Wenn hier quasi du tanken müsstest, könntest du theoretisch dann hier auf Refuel Quantum und Refuel Hydrogen drücken und dann würde das Ding automatisch aufgetankt werden. That's it. Das ist relativ leicht. Und funktioniert auch meistens problemlos. So. Bei mir auch No Service, aber war nur halb voll. Dann muss man manchmal ein anderes Pad anfliegen. Das kann sein, wenn der Motor an ist, dass es dann nicht geht. Und was bei mir immer relativ gut geht, warte mal, ich muss mal gucken, wer hier so alles rumfliegt. Was bei mir immer relativ gut geht, wenn das nicht funktioniert, weil in der Regel funktioniert das gut. Warte mal, ich muss erst mal gucken, weil es hier alles so wahnsinnig dunkel ist, dass ich nicht irgendwo gegensemmel. Wieder schön Dark Side of the Moon hier. So, was bei mir relativ gut geht, ist, wenn ich hier mir nicht mit einer Landeanfrage ein Hangar ordere, sondern wenn ich einfach ein Pad anfliege, denn man kann einfach auf irgendeinem Landepad landen, ohne dass man eingestort wird oder dass man eine Strafe bekommt. Und hier sieht man ja wirklich gar nichts, Alter. Was ist denn hier los? Ich finde, die könnten hier ab und zu mal eine Lampe anbringen, wenn das dunkel ist. Okay, ich werde es euch bei der nächsten Raumstation zeigen. Ihr könnt auf jeden Fall ganz leicht bei irgendeinem Landepad landen und dann da auftanken. So. Déjà-vu ist jetzt voller. Vielen Dank, Déjà-vu. Erste Nachricht. I don't speak German, but following LOL might be a great place to learn how. Yes, you can always ask us in English. I will try to translate. And sometimes, or I think very often, we have some in our community who are able to speak English better. Ich habe gerade so versucht, es ist immer so, wenn man weiß, da redet jetzt jemand wirklich Englisch und dann will man dem antworten. Ich kann normalerweise echt gut Englisch, aber die ersten Sätze sind immer grauenhaft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ask your questions, dude. Randinfo, wenn Vibe, dann war ich wieder öfter da. My English is not the yellow of the egg. Genau. Welcome to the community, mate.
Thank you. So, passt auf, Freunde, hier geht gleich die Sonne auf und ihr seht die Station. Ich wollte euch ja gerade das mit dem Landepad zeigen. Die Station, die kommt jetzt so allmählich ins Helle. Das heißt, wir werden hier ein bisschen bleiben, ein paar Minuten, dann wird hier die Sonne rüberkommen. Ihr seht das. Vermutlich werden wir einen wundervollen Effekt sehen, nämlich wie die Sonne, die über Microtech kommt, quasi diese Antenne da oben beleuchtet und dann immer weiter runterwandert. Das sieht extrem geil aus und ist auch einer von den Momenten im Verse, die man immer nur durch Zufall sieht. I only understand train station. Genau. My English is one wall free. Ist einwandfrei. Genau. Uli, ich glaube, die Sonne ging gerade erst unter. Meint ihr? Wie gefällt dir der rote MSR-Skin? Das ist ein dünnes Eis, Freunde. Ich weiß, er hat viele Fans, aber ich mag den normalen Skin am liebsten. Ja, das sieht so aus, als wenn die Sonne da weggeht, gell? Kannst du mich bitte in die Gruppe einladen? Das mache ich auf jeden Fall. So, The Pale 1992. Das ist wahrscheinlich mein Kumpel Fabian. Und hier Rippercon kommt auch noch rein. Und dann, wer will noch eingeladen werden? Neo Forbidden. Invite to Party. If you think you can hit me over the ear, you are on the wood way because I'm heavy on wire. Wenn du denkst, du kannst mich übers Ohr hauen, bist auf dem Holzweg, weil ich schwer auf Draht bin. Das ist ein Satz, den kapiert ganz sicher 100 Pro kein Native English. So, pass auf. Wir verziehen uns von hier. Hier ist es mir zu dunkel. Und ich glaube auch, dass die Sonne wirklich untergegangen ist. Wir suchen uns jetzt erstmal ein schönes Plätzchen. Aber auch ein bisschen was, wo was los ist. Vielleicht machen wir eine kleine Bunkermission. Vielleicht könnt ihr eine coole Bunkermission teilen, wo wir mit einer Knarre rumrennen, ein paar Leute abknallen. Und dann können wir auf dem Weg dahin die Schönheit der Gegend genießen, zum Beispiel. Ich gucke mal, ob ich irgendwas selber finde. Was haben wir denn heute im Angebot? Delivery wollen wir nicht. Savage Claim. Die Zeta Prolanit Savage Claim Mission, da weiß ich gar nicht mehr so genau. Sind das die Außenposten? Ich glaube nicht, gell? Ich glaube nicht, dass es die sind. Collect und Deploy Probe. Anomale Readings vom Calliope. Man verdient fast kein Geld dafür. Caterpillar Screw Missing. Das sind die Caterpillar Wracks. Das könnte theoretisch ganz nice sein. Bounty Hunter machen wir nicht im Stream. Remove Claim Jumper mache ich auch immer nur für mich alleine. Die nehmen wir auf jeden Fall. Dann könnte man theoretisch natürlich die fast schon unvermeidliche 890-Mission machen. Aber auf die habe ich jetzt aktuell keine große Lust. Claiming Stake. Array Dings, nee, das sind böse Missionen. Ich glaube, wir müssen doch das hier machen, oder? Kann das sein? Namen zusammen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht. So, dir, wish everyone a good night. Vielen Dank, Andi. Sehr international. Schlaf gut. Ein Grund, warum die Kieler auch teurer ist, genau, denn sie hat ja den Ursa Rover drin. Die Kieler ist ein tolles Ding. So, wenn ihr wollt, könnt ihr auch was teilen, irgendwas Cooles.
Ansonsten machen wir. Wir machen einfach diese hier. So, warte mal. So, ich teile jetzt mal beide. Wir machen aber die erste. Da müssen wir nach Calliope fliegen. Dann haben wir schon mal ein Ziel vor Augen. Ich glaube, Calliope waren wir, ich weiß nicht, waren wir da nicht neulich? Ist auf jeden Fall schön. Da fliegen wir jetzt hin. Und das Gute ist, wir haben ja ein schönes Schiff unterm Hintern. Wir haben ein Bodenfahrzeug schon dabei. Ach, und ich muss den Alert noch ausmachen, sehe ich gerade. Moment. Den mache ich noch aus. So. Chatbot. Timer. Und aus. So. Da geht es, glaube ich, um die große Diskussion Aquila oder Andromeda, gell? Also aktuell ist die Andromeda mächtiger als die Aquila, weil den Ursa Rover kann man sich ja auch einfach so da reinstellen in die Andromeda und dann definitiv, klar, natürlich mit den beiden Geschütztürmen ist sie natürlich stärker, aber wenn die Aquila ihren Langreichweitensensor kriegt, dann ist es halt richtig geil. So, mal gucken. Accepted. Wieso habe ich denn keinen Marker hier? Verflucht noch eins. Abandon und... Nein! Warte mal. Ich wollte doch nicht die Mission abbrechen. So. Accept. So, alles klar. Und dann Untrack und Track. Jetzt müsste ich doch hier einen Marker. Da. Ah, das hat, kann man, glaube ich, nicht anspringen. Dann fliege ich erstmal hier hin und dann von da. Wir müssen auf die andere Seite, definitiv. So, Benio, moin, war lange nicht dabei. Wollte trotzdem fragen, ob du mich auch einladen kannst. Heiße Ingame, das Benio müsstest mich auch schon als Freund haben. Sehr schön, da sind alle Fragen schon beantwortet, die man auch nur haben kann. Mache ich gleich, das Benio. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier nicht auf dem Mond aufschlage. Da ist er. So, erledigt. Ich glaube, das Ding, das ist schön hier, gell? Sieht ja aus wie so eine ganz ruhige See. Eine trügerische Ruhe, da unten sieht man nur die kleinen Stürme. Und hier die natürlich noch überhaupt gar nicht fertigen zweidimensionalen Wolken. Die Wolken kommen ja erst noch auf die ganzen Monde, das wird ja noch implementiert. Ist dein Lieblingsschiff die MSR, Uli? Die MSR und vor allem die Ares. Ich fliege sehr gerne mit der Ares Iron rum, wenn ich weiß, dass ich nichts groß aufsammeln will. Aber wenn ich nicht weiß, was mich erwartet und wenn ich ein bisschen gewappnet sein will für alle möglichen Gegebenheiten, dann ist mein Lieblingsschiff die MSR.
Einfach, weil ich dann weiß, okay, wenn ich irgendwo hin muss, kann ich meine Klamotten wieder reinladen. Oder ich kann ein Fahrzeug reinladen. Oder ich kann jemanden mitnehmen. Oder ich kann auch mal auf einen Planeten abstürzen, ohne dass ich gleich drauf gehe. So, ich fliege hier mal von Hand hin. Ich kann nämlich nichts in der Nähe anspringen. Aber das macht ja auch nichts. Das ist ja wunderschön. Wir sind genau auf Kurs. Jetzt haben wir weniger als 100 Kilometer. Das geht ratzfatz. Ja, und die MSR, ich weiß noch, als die rausgekommen ist, die war einfach so ein Meilenstein auch, glaube ich. Die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich finde auch, heute ist sie immer noch ziemlich, ziemlich gut. So. Ist das hier? Das ist ja hier ungemütlich. Ich wusste gar nicht, dass es auf Calliope solche Berge gibt hier. Das werde ich mir mal aus der Nähe anschauen. Ich weiß nämlich nicht, ob in 70 Kilometer Entfernung oder jetzt in 63 Kilometer Entfernung das noch genauso aussieht. Ich möchte gerne mal sehen, wie das da unten aussieht, Freunde. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es hier so aussieht. Ich dachte eher, Clio wäre so. Calliope ist ja, glaube ich, eher hier. Und das ist das, was ich an der MSR so mag. Einfach mit dem Arsch so drehen, abbremsen. Zack und stehen bleiben. Dieses Fluggefühl, finde ich, ist bei einem Schiff in dieser Größe einfach schön. Es ist ja trotzdem noch kein Jäger. Es gibt gar keinen Grund, das Ding irgendwie kaputt zu patchen. Lass die um Himmels Willen so. Nie verändern, bitte, bitte, bitte. Ich glaube, ich guck mir mal das da unten an hier. Das ist echt nasty. Das ist so mitten in diesem Schnee, so eine graue, fiese. Wie so ein fieser Vulkan. Auch komplett null optimiert hier. Obwohl eigentlich ja die Planeten alle komplett optimiert sein sollten, eigentlich schon. Aber wahrscheinlich hat hier schon jahrelang niemand seinen Fuß hingesetzt. Und ich werde jetzt der Erste sein. Warte mal. Oha, man kann hier gar nicht... Warte mal. Doch, man kann. Mal gucken, ob die Laderampe aufgeht. Das sieht ein bisschen unsauber aus.
Ich glaube, die geht auf und auf jeden Fall komme ich rein. Hier gibt es ja eh keine 100% Schwerkraft. Ah ja, der bekannte und beliebte Bug. Aua. Okay, sehr schön. Willkommen auf Calliope. Einfach irgendwo im Nirgendwo. Was? Guck mal, das da hinten sieht aus wie ein Schiff, gell? Das ist aber ein glänzender Felsen. Ich habe gerade eben gedacht, dass einer von euch gelandet. Ist aber einfach ein glänzender Felsen hier. Und hier haben wir die überaus niedliche und mit diesem Skin auch wirklich sehr, sehr hübsche Drake Cutter. Und wenn die hier steht auf diesem Mond, dann sieht die auch gar nicht unpassend aus, sondern man kauft das dem kleinen Ding voll ab, dass sie einen hierher gebracht hat. Und hier kommt Zay niemals nie mit der Corsair und jetzt, wenn die da so landet, dann denkt mal wieder genau das, was wir am Anfang vom Stream gedacht haben, nämlich, dass es einfach ein geiles Schiff ist. Dass die einfach spitze aussieht. Sie sieht einfach spitze aus. Können wir mal nach der großen Waffenhalterung in der Cutter schauen? Ja, natürlich. Ich bin mal so frei und mach das Ding mal auf. Boah, hier auch der gute Schmiedestahl, der hier aufgeht. So, und ich glaube, die Waffenhalterung ist, glaube ich, einen Raum weiter, gell? Hier? Genau. Oder? Oder bin ich jetzt... Weiß gerade nicht. Oder vielleicht hier? Ja, hier, gell? Hier. Hier ist eine schöne Waffenhalterung. Wer wollte, dass ich die jetzt zeige? Die Landelichter der Corsair sind mega und die Flutlichter an der Rampe auch. Ja, auf jeden Fall. Hier ist es jetzt ein bisschen dunkel. Macht mal bitte das Flutlicht an der Rampe an. Ich finde, gerade hier müsste das Ding richtig gut rüberkommen. Sorry, wenn es so ruckelt, Freunde, da kann ich nichts dafür. Mit meinem Rechner hat das nichts zu tun. Wir haben schon, glaube ich, am Donnerstag festgestellt, oder auch die anderen von euch, viele haben festgestellt, dass gerade die Performance, oh, guck mal hier, geil, dass die Performance gerade nicht so pralle ist in Star Citizen. Und ich habe ja da auch schon eine Vermutung geäußert. Ich glaube, dass die einfach wahnsinnig viel Serverressourcen abzweigen. Für 3.18 und für den PTU, der höchstwahrscheinlich jetzt am Donnerstag ja kommen wird und deswegen, weil die natürlich nicht immer neues Zeug von Amazon dazu mieten und so, sind die immer am Load Balancen und sagen dann, okay, das Verse hat jetzt gerade diesen Server und der PTU hat so und so viele, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt ein bisschen holpriger ist. Ich finde, so eine 600i sieht voll unwirklich aus in so einer Umgebung, oder? Sieht das nicht komisch aus in so einer Umgebung hier? Und dann so ein Schiff? Ich finde, das hat was Unheimliches. Also nicht, dass es hässlich ist. Die 600i ist wunderschön. Jetzt nicht wegfliegen. Aber es sieht so voll übertrieben alienmäßig aus. Wenn in so einem auch wieder jetzt gerade weggeflogen ist. Wisst ihr, was ich meine? Beim Langwaffenhalter ist unten ein Platz fürs Multitool. Wohingegen so eine Conny, wenn die hier steht, dann denkt man so, ja, das passt. Das ist voll okay. So muss ein Schiff aussehen, mit dem man auf so einem Müllhaufen Mond landet.
Was ich auch geil finde, ist, dass sich jetzt das Wetter ändert. Gerade eben war es ja relativ gemütlich. Und jetzt kommen wir hier schon auf minus 90 Grad. Und der Wind kommt raus. Und hier kommt wieder die 600i. Und vielleicht wisst ihr, was ich meine. Wenn das Ding jetzt hier so ankommt, denkt man wirklich, jetzt kommen gleich Außerirdische da raus. Das ist schon so ein bisschen so, die Vulkanier besuchen uns auf der Erde. Die 600i wirkt fehl am Platz, aus der Szene gerissen, ja, weil sie halt so geil ist. Ist kein Front an die 600i, aber die sieht so, die sieht wirklich so alienmäßig aus gerade. So, Shorty ist jetzt Follower. Vielen Dank, Shorty, für dein Follow. Vielen Dank, Herz für dich. Ich finde die futuristisch und ein Topmodell, sagt Gesihe. Ich glaube, du hast den Caps noch drin. Die höhere Macht kommt zu uns Menschen, genau so. Auch mit diesem blauen Geleuchte und so. Das sieht so aus, so sieht aus wie so Antriebstechnik aus einer anderen Zeit und aus einer anderen technologischen Basis. Und wenn man dann hier die Corsair sieht, die ja auch geil ist, von der Optik, aber da denkt man so, ja, das haben Menschen gebaut. Das haben die Techniker von Opel in Rüsselsheim zusammengeschweißt, die jetzt Raumschiffe bauen übrigens. Und aber das Ding hier, und jetzt kommt bitte nicht mit dem Tesla-Vergleich, so gut ist nämlich Tesla auch nicht, wenn es um Autos geht. Das sieht schon alienmäßig aus hier. Das haben die Vulkanier gemacht, genau. So, ich gehe jetzt mal lieber in mein Schiff rein. Bevor ich hier noch ins Gras beiße. Und das schöne, angenehme bei der MSR, finde ich, ist, dass sie eben nicht müllig aussieht und nicht so gesinnt. Erklärbär ist jetzt voller. Vielen Dank, Erklärbär. Also sie sieht nicht so krass nach irgendwie so Tech aus, so nach dem Motto, die wurde so zusammengedremelt aus alten Backblechen. Aber sie sieht auch nicht aus wie Alien-Technik, sondern die sieht einfach aus wie so ein richtig teures Schiff, was eine richtig geile Firma gebaut hat. Alles ordentlich, auch so ein bisschen NASA-mäßig da mit diesen Hitzeschutzdingern. Und man sieht auch so das ein oder andere, was nicht so schön ist. Aber so insgesamt, wie ist denn Tischi da drauf gekommen? Guck mal. Laut Star Citizen History ist Origin ein Kölner Unternehmen. Eben. Ich hätte die jetzt eher in Sindelfingen verortet, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, von der Optik her, ist das Ding wirklich geil. Also kann man sagen, was man will, auch mit dem Skin. Alle haben ihre Art, schön zu sein, genau. Aber die 600i, muss man jetzt ganz klar sagen, ist schon so ein bisschen, sticht schon so ein bisschen raus. So, das ist das, was ich befürchtet habe. Aber zum Glück kein Problem. Wird die 600i nicht noch ein Rework bekommen? Die 600i wird ein Rework bekommen im Innenraum. Aber das wird sich vermutlich nicht so sehr auf das Äußere verändern. Außen wird sie fast unverändert sein, genau. Aber innen wird sie sich heftig ändern, genau, korrekt. Von außen wird sie aber ziemlich gleich bleiben. Aber es geht ja um das Außendesign und von außen sieht die 600i so aus, so nach dem Motto, hey, pass auf, Freunde, ich bin erstens voll groß, mit mir kann man richtig geil fliegen und ich habe auch noch ein Design, ja, also lasst mich zufrieden.
Ich bin eine ganz andere Liga. Ja, das strahlt die 600i aus. Und wenn man dann auch noch denkt, das ist bestimmt so ein Poser-Schiff, dann kommt Madflow mit der 890 vorbei. Und dann weiß man, okay, das ist halt so ein ganz besonderer Hersteller. So, lass mich einmal um dich rumfliegen, mein Freund. Bleib mal stehen. Denn wir fliegen in die andere Richtung. Ich will nur einmal um dein schönes Schiff rum. Mit meinem ebenfalls schönen Schiff, aber natürlich nicht ganz so schön wie das. Komisch, dabei habe ich früher immer Witze gemacht über die 600i. Wegen dem großen Nassbereich habe ich die immer so ein bisschen aufs Korn genommen. So, wir haben ja noch eine Mission zu erledigen. Mal schauen, hier ist der Marker, 52 Kilometer. Ich fliege jetzt mal wieder dahin, wo wir hin müssen. Uli, wenn du aufstehst in der MSR, dann bewegen und du bleibst im Schiff. Ja, so ähnlich habe ich das auch schon mal rausgefunden. Man sollte auf jeden Fall nicht beim Fliegen aufstehen. So, und H8 This Game, moin moin, hallo. H8. Ich bin am Rätseln, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Hacht This Game. Hacht macht aber irgendwie keinen Sinn. Nennt man dich wirklich H8? Oh, ich habe einen Crash. Was ist das denn Schönes? Hate This Game. Ach, Hate. Hä, aber wieso die 8? Wieso ist dann die 8? Ach, 8. Okay, ah, okay. Alles klar. I see. Ich hatte gerade einen flauschigen Crash to Desktop, Freunde. Ich bin einfach raus. Die haben mich einfach rausgeschmissen. Me too, Tischi auch, gell? Ihr seid alle raus. Vielleicht kriegen wir jetzt ja den PTU für Dings. Nee, Spaß. Das kommt. Wahrscheinlich gibt es eigentlich Aussagen, dass es nicht so ist. Weil ich behaupte ja immer am 8.12. 3.18 live ist für Dezember realistisch. Ich habe gehört, nein. Aber der PTU auf jeden Fall. Ich glaube, es ist schwierig. Die müssen das so weit vor Weihnachten rausbringen, um zu testen, dass es geht. Weil die hauen ganz sicher nicht vor Weihnachten das Ding live und dann geht's nicht. Und dann kann man nicht mal normal Star Citizen 317 spielen. Ich glaube, es wird so eine Abwägung sein. Mit was Glück schon. Zumindest für Evocati. Ja, Evocati haben es ja schon. Ich denke auch, dass Live nicht vor Januar kommt. Ich denke, wir werden es auf dem PTU haben und wir werden 317.4 werden wir auf dem Live haben. Das wird von den Fehlern und dem Stresstest ab, den wir im PTU Wave 1 erzeugen können. Ich vermute trotzdem aber, dass sie sich den Stress über die Feiertage ersparen. Weil ihr müsst immer sehen, 3.18 live bedeutet, wenn es dumm läuft, kein funktionierendes Spiel über die Feiertage. PTU sollte zeitnah kommen, aber live wird noch was brauchen, dafür stellen sie zu viel um, eben. Ich denke auch, PTU... meine ich jetzt, wenn die Info nach wie vor aktuell ist, 8. Dezember und live im Januar. So, die Gruppe ist noch da. Vielen Dank, Dekadent, für dein Follow. Herz für dich. Ich gehe wieder rein. Es kann sein, bei einem Crash to Desktop, dass ich jetzt noch genau da bin, wo ich bin. Wenn Star Citizen über die Feiertage nicht läuft, dann bin ich echt traurig, ja. Uli, ich glaube, du fällst. Ich vermute auch, dass ich jetzt gleich draufgehe. Dr. John Blackwood ist jetzt Follower. Vielen Dank, Dr. John Blackwood, für dein Follow.
Es ist mir eine Ehre. Wir haben die Luminalia-Geschenke noch in der Sinne. Also denke ich nicht, dass 318 live dieses Jahr noch kommt. Oh, jetzt wird es spannend. Warte mal. Oh, ja, das wusste ich. Toll. Sehr schön. Da kommt man rein und dann ist man gerade explodiert. Das Schiff schlägt gerade auf. Vielleicht habe ich aber meine Klamotten noch alle. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe ja eh mehr als genug. Wie kommst du auf den 8. Dezember wegen der Aussage von Jared, die er sofort innerhalb von Sekunden zurückgenommen hat? Ja, wegen genau der. Und ich habe auch den lieben Knebel gefragt. Und der meint auch, das wäre wirklich ziemlich klar gewesen. Und er hat sie ja nicht zurückgezogen, weil sie falsch ist, sondern er hat sie zurückgezogen, weil er sich erkennbar verplappert hat. Man konnte es an seiner Reaktion sehen und auch an der Reaktion der anderen, dass er sich verplappert hat, dass er was geleakt hat. Einer kann ja Ullis Sachen einsammeln. Das wäre cool, wenn ihr meine Sachen einsammeln könnt. Das wäre sehr cool. Tut mir den Gefallen, sammelt meine Klamotten ein, Freunde. Vielleicht ist es deren Planung, die aber nicht klappen muss. Ja, aber wenn die nicht klappt, hätten wir es schon gehört. Wir haben ja bisher aber immer nur gehört, alles gut, alles gut, alles gut. Also auch die PTU-Tests sind ja im Prinzip so, dass man sagt, alles gut. Bloß weil sie jetzt die Messe nicht auf 318 gemacht haben, ist es ja kein Zeichen, dass es nicht gut läuft, sondern das ist ja eher ein Zeichen von Vorsicht. Und das kann man ja auch nachvollziehen, wenn die im Prinzip die Messe, wo auch neue Spieler und so weiter mitmachen. Den 8.12. habe ich von Jared nicht eins genommen und dass wir noch kein PTU Welle 1 haben, steht live nicht noch gut was weg. Ja, aber das, ich vermute, der 8.12. ist ja am Donnerstag. Es ist das Beste, wenn 3.18 noch im PTU bleibt. Im Moment ist er ja gar nicht im PTU. Es ist ja nur für die, also nur in Anführungsstrichen für die Evocati. Im Moment, PTU heißt ja quasi, meine ich, nee, PTU heißt es auch, wenn es für die Evocati ist, richtig. Also ich glaube, es ist, ich frage in jedem Stream, Freunde, gibt es da jetzt eine andere Meinung dazu? Shoyo sagt, ich bin im Knast, da haben mich die Mantis und Hammerhead von der Navy gejagt. Wir lassen uns mal überraschen. So, ich ziehe mir jetzt mal andere Klamotten an. Ich laufe jetzt mal so rum, wie ich früher immer rumgelaufen bin. Ich glaube, ich nehme mal den hier, da passt nämlich auch was rein. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich? Seid ihr denn der Meinung, wir können ja eine Umfrage machen? Also es ist ja jetzt nicht so, ich bin ja um Himmels Willen nicht der Typ, der jetzt hier die große Ahnung hat und der hier im Stream sitzt und sagt, ja, der 8.12. wäre quasi der Donnerstag, gell? Es wäre im Prinzip ja so, dass es Donnerstag wäre. Und ich bin jetzt zum Himmels willen nicht der Typ, der jetzt hier behauptet, er wüsste das. Ich weiß auch nur, dass mit dem 8.12. wegen
wegen dem sich verquatschen von Jared im Livestream. Man hat gesehen, das war ihm ganz offensichtlich sehr unangenehm. Und er hat auch gegrinst wie einer, der Kacke gebaut hat. Und da wurde im Prinzip dann überall rausgelesen, dass das bedeutet, dass das Ding auch tatsächlich kommt. So. Aber das heißt nicht, dass ich das jetzt weiß. So. Also, dann machen wir jetzt eine Umfrage. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Das würde mich interessieren. Denn ich würde gerne wissen, wir streamen ja am Donnerstag. Ob ihr glaubt, dass das Ding kommt oder ob es nicht kommt. Ich mache das Ding mal 10 Minuten. So, und Xindo Xi hat gerade abonniert. Vielen Dank, Xi, für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Und da ich ja die ganze Zeit sage, dass ich denke, ja, sage ich jetzt ja. Genau. Oh, der ist aber die... Meinung geht aber stark in die andere Richtung hier. Wenn wir dann wissen, dass ihr eher denkt, dass es nicht so ist, dann würde ich euch bitten, mir dann zu begründen, warum ihr das glaubt. So, ich glaube, Munition müsste ich noch haben. Ah ja. Hier habe ich auch noch grünes Zeug. Weil er am Montag kommt, genau. Weil er morgen kommt, am Sonntag. So. Welcome. To the ASOP Vehicle Retrieval System. Goodbye. Your insurance claim has been sent. Thank you. So, und ich gehe mal ins Bettchen. Euch noch viel Spaß und bis bald. Gute Nacht, lieber Monsterduck. Schlaf gut. Schönen Sonntagmorgen, ja. Und Brötchen futtern und alles, was dazugehört. Nimmst du mich mit? Ja, ich nehme dich mit. Dann nehme ich ein Schiff, wo jemand noch rein kann. Ich glaube, ich nehme... Ah, die muss ich alle claimen, gell? Dann warten wir noch die paar Minuten auf die Mercury. So, Avalonis meint zu viele Probleme und Urquas sagt, eigentlich kann CLG kein Live-Datum festsetzen. Erhoffen und andenken, denn wenn alles klappt, ja, und so weiter. Sie können kein Wunschdatum nennen. Wissen konnte es niemand, sonst würden wir wieder enttäuscht. CLG hätte Blödsinn erzählt, das galt es zu vermeiden. Weil zu viele Sachen neu sind und die Testphase halt Zeit braucht, und das ist auch wichtig, dass dann vernünftig Leute auf dem Live-Server... Von live rede ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass es live geht, noch vor Weihnachten. Weil er bei den Evos immer nur ein paar Stunden ist. Aha, das könnte ein Argument sein. Wollen wir 890 boarden? Können wir gerne machen. Und Joey sagt, ich bin mal raus für heute, wünsche euch eine gute Nacht, viel Spaß. Gute Nacht, lieber Shoyo, schlaf gut, Herz für dich. PTU zu Weihnachten live erst 2023, so sehe ich das. 29.12. ist mein Tipp. Ich habe ja nicht gesagt, an welchem Donnerstag, gell? Könnte ja auch sein, dass ich den 29.12. meinte. Nein, ich meine schon den 8., definitiv.
the ASOP Vehicle Retrieval System. Also, wir können auch gerne die 890-Mission machen, aber ihr wolltet mir meine Klamotten noch bringen, gell? Habt ihr meine Klamotten aufgesammelt? War da noch irgendwas zum Looten? Ihr habt ja gesehen, früher im Stream, ich habe ja kaum was zum Anziehen. Wenn jemand meine Klamotten aufgesammelt hat, bitte melden. Ich habe nichts gefunden. Die Leiche ist nicht auffindbar. Oh je. Alter, das ist ja traurig. Dann würde ich, wenn wir die 890-Mission machen, lieber Hopscott, wenn du noch hinter mir stehst, da bist du, glaube ich, gell? Bist du das? Ich glaube, das bist du. Dann würde ich gerne mit einer Ares Ion fliegen und dann würde ich dich bitten, dass du, weil da kann ich keinen mitnehmen. Wäre das für dich okay? Dann hüpfe einmal nach oben. Sehr gut. Dann würde ich quasi... Nee, der ist jetzt wahrscheinlich aus Reflex nach oben geschüpft, aber ich deute es trotzdem so. Alles verglüht. Uli hat einen neuen Krater in den Mund geschlagen. So, dann nehme ich das Ding hier. Ah, ich muss die alle claimen, hey. Dauert schon wieder 3 Minuten. Warte mal, dann nehme ich die Star Runner. Dann nehme ich die Star Runner. Die ist nämlich jetzt in 28 Sekunden da. So in etwa steht das in vielen meiner Berichte. Dr. John Blackwood ist offensichtlich ein Detektiv. Oder ein Kriminalbeamter. Wir sehen es gleich. Gleich ist die Abstimmung zu Ende. Wir haben noch ein paar Minütchen. Du bist Medic. So, Hangar 8. Dann nehmen wir jetzt kurz die 890-Mission an. Und die Mission, die ich jetzt habe... Da bin ich ja schon auf dem Hinweg überhaupt drauf gegangen. Die abandon ich. Die wollen wir nicht. Diese Mission macht einen nicht glücklich. So, ich glaube, das müsste dann... Oh, die ist auch schön hier, gell? Die nehme ich auch mal an. So, wo ist denn die 890-Mission jetzt hier? Ich glaube, die gibt es gerade gar nicht. Kann das sein? Seize the Data können wir auch machen. Ich habe geshared. Dann nochmal sharen, bitte. Jetzt weiß ich nicht. Friendly Fire 8 hat gerade die Million geknackt. Sehr schön. Glückwunsch, Freunde. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Das wird immer größer, gell? Krass. Da, das ist sie. Ich share die auch nochmal und track die. Und Seize the Data habe ich auch. Aber wir machen jetzt erstmal die 890-Mission. So, so ihr Lieben, ich bin erstmal aktiv raus und im Lurk. Wünsche euch noch viel Spaß. Vielen Dank, lieber Markus. Herz für dich. Schlaf gut und schau noch ein bisschen zu. Du weißt, der Stream ist auch super geil geeignet zum Einschlafen. So, Mercury Star Runner, die steht schon Hangar 8. Ist das ein neuer Rekord mit der Million? Ich
Ich weiß, dass die immer viel erreicht haben. Ich weiß nur nicht, wie viel das war. Ich habe einmal 600.000 noch im Hinterkopf gehabt. Bei irgendeinem Ding. Oha. So, was haltet ihr denn alle so von der Galaxy? Ich finde, die ist von der Optik ist die geil, von innen auch. Ich finde, man muss aber erstmal gucken, wie das ist mit dem modularen Gameplay, wie das dann auch ist tatsächlich, ob das Sinn macht. Also Sinn macht es auf jeden Fall, aber es wird natürlich immer dedizierte Schiffe geben, die in dem Bereich halt dann ein bisschen mehr können. Und dann ist die Frage, hat man dann eher mehrere von diesen Schiffen oder hat man halt dieses eine? So, PTU auf dem 318, auf dem PTU am Donnerstag, 61% sagen nein. Das heißt aber fast 40 sagen ja. Sagen wir mal so, zwei Drittel glaubt nein. Ein Drittel denkt ja. So, jetzt mal bitte die Leute, die ja denken, in kurzen Worten mal kurz sagen, warum ihr das denkt. Jetzt sagen wahrscheinlich die Leute alle, weil du es gesagt hast die ganze Zeit. Also bitte erstmal die ja gesagt haben. Ich vertraue in die Macht. Sehr schön, das ist ein schöner Grund. Margolotta Bauchgefühl. Im PTU, genau, wir reden vom PTU. Nee, ich will jetzt erstmal die hören, die Nein sagen. Ja sagen, die Ja sagen. Max Hardcore, nicht die Leute durcheinander bringen, bitte. Oh, was ist denn da los? Hier draußen tobt ja voll die Raumschlacht. Und ich fliege da jetzt gleich rein mit meinem schicken Hobel. So, ich höre nur Gutes für den Evocati-Test, da glaube ich, dass PTU schon klappen wird. Sehr schön. Die Galaxy für Leute, die gerne mehr machen möchten. Das ist was anderes. Läuft wahrscheinlich schon besser als die aktuelle Version. Ich denke, der PTU kommt, damit sie es zeitnah on bekommen. Sie sind schon ein halbes Jahr drüber und müssen langsam liefern. Alles weitere hängt von diesem Patch ab. Richtig. Wenn sie es vor Weihnachten für alle raushauen wollen, müssen sie das PTU spätestens da raushauen. Genau. Wie nimmt man die Mission von vorhin nochmal an? Hab's nämlich vergessen, sorry. Mit Taste Ü. Wenn's geteilt wird, Taste Ü. Ich teile's gerne nochmal. Ich teile auch mal die Mission so, accepted. Und dann ist es ja diese. Und hier drücke ich Share. Und wenn du jetzt die Meldung bekommst, Taste Ü. Also ich finde die Argumente, die dafür sprechen, dass Donnerstag rauskommt, sehr stark. So, jetzt können mal die sagen, dass es, also die zwei Drittel, die sagen, dass es nicht am Donnerstag kommt, können ja mal sagen, warum sie das denken. Und da habe ich gerade eben das Wort Knebel gelesen. Soll das etwa heißen, dass der jetzt anderer Meinung ist, dass es nicht am 8. kommt? Das hätte ich aber nicht, davon habe ich nichts mitbekommen. So, wie üblich habe ich keinen Missionsmarker. Ich bin sehr begeistert. Ist immer das Gleiche. So, da. Hoffentlich rausche ich jetzt nicht genau in die Station rein. So, Jane Clay sagt, ich spüre die CRG-Developer.
Oha, was läuft denn da? Was ist denn hier los? Oh, wir haben ja richtig schönen Besuch. Das sind aber NPCs. Luftschacht mit einer MSR. Sehr nice. So, der erste ist schon mal erledigt. So, der zweite Pöbelfritz ist auch dann. Ich glaube, das war doch schon eine schöne Vorstellung hier. Alles klar, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir wieder die Mission kriegen. Ashok 3, darf ich dir noch eine Freundschaftsfrage senden oder wird es langsam zu viel? Nein, Quatsch. Freunde kann man nicht genug haben. Bisher habe ich noch keine. Knebel ist immer noch der Meinung, dass es am 8.12. kommen könnte, aber er ist auch kein Orakel. Sehr schön. Eigentlich meint Knebel, dass er recht zuversichtlich ist. Dann hier, Herz für euch für diese Nachricht, denn wenn ihr jetzt geschrieben hättet, dass er was anderes glaubt, dann wäre ich traurig gewesen, weil das mir nicht gesagt hat. Es kann natürlich sein, aber wissen kann man es eben nicht. Hängt alles von den Testverläufen ab. Da bin ich kein Freund davon, wenn reichweitenstarke Kanäle einen Termin in der Community hypen, da wir ja alle wissen, wie schnell ein Wunschtermin gerissen werden kann. Ja, aber man muss doch auch sich normal verhalten können, oder? Man muss doch auch sagen können, wir haben das gehört, wir spekulieren, wir glauben, wir wünschen, wir glauben das und so. Man muss sich doch normal verhalten können. Wenn jemand schwanger ist, haue ich gleich raus. Oh, Mädchen, ja, oder Junge. Irgendwas trifft ja immer. Kommt 318 PDO, ja klar, bin Optimist. Also ich denke auch. Ich denke, also ich habe ja gesagt, ich habe ja dafür gestimmt, dass es am Donnerstag kommt. Wir werden es sehen, Freunde. So, ein Hostel ist schon tot. Ich glaube, ich muss die Mission mal wieder tracken und untracken. Und ansonsten ist es wirklich so, ich finde, wie gesagt, ich sag das ja auch, wenn ich glaube, dass es so ist, heißt das um Himmels Willen nicht, dass es, dass das stimmt. Also ihr dürft mich dann am Donnerstag schon dafür blamen, wenn es nicht so ist. Das muss ich dann aushalten. Aber ihr dürft jetzt nicht sagen, ich habe mir Urlaub genommen für den Donnerstag oder ich habe mein Haus verkauft, weil ich gedacht habe, Donnerstag kommt das auf den PTU. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Eben, zum Beispiel, wie Jane Clay gerade sagt, Wochenende wäre mir lieber, sonst muss ich Donnerstag so lange wach bleiben. Ja, das meine ich. Also, es ist ja immerhin noch ein Spiel. Viele klammern sich an Jareds Aussage, geil wäre es, wenn alle ruhig bleiben, aber wenn es nicht kommt, ich wette aber, dann wird es wieder jemand was sagen und wenn Jared hat es ja erwähnt. Genau, aber Uli hat gesagt, genau, wenn es Donnerstag PTU ist, gut, wenn nicht, auch passt da, eben. Ist da hinten die 890? Oh, ich glaube, ich bin sehr schnell. Ist das eine 890? Das sieht so aus, gell? Das ist ein Groß. Ist groß da, was wir da vor uns haben. Ja, schaut mal hier. Hä, da sind aber zwei. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, zu einer 890-Jump-Mission mit einer 890-Jump anzureisen. Es könnte sein, dass wir das falsche Schiff stürmen. Und aus Versehen einen von uns erschießen. Aber ich glaube, das ist das richtige Schiff, oder? Nee, jetzt muss ich echt mal überlegen. Kein Scheiß. Ist das das richtige Schiff? Ich glaube, das hier, gell? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich reiten muss.
Also, Real Talk, Freunde, ich weiß gerade nicht, welches richtig ist. Wahrscheinlich das, wo ihr drauf leuchtet, gell? So, Freunde, wenn wir drin sind, macht bitte die Lichter aus in euren Raumschiffen, weil sonst haben wir dieses fiese, grelle Licht in dem Schiff die ganze Zeit, was die ganze Zeit auch durch irgendwelche Bugs und so weiter erst recht richtig reinleuchtet. Das wäre süß, wenn ihr die Lampe ausmacht. Damit wir ein bisschen normales Feeling haben. Eines nicht beleuchtet. So, seht ihr? Perfekt. Das ist EVA vom Feinsten. So muss es sein. Vielen Dank, CRG, für den zweiten Ausgang in der MSR. Das habt ihr schön gemacht. Ich glaube, wir haben auch nur noch zwei Hostiles, die leben. Hä, wer schießt denn da auf mich? Warte mal. Da hat jemand im Space auf mich geschossen. Wartet mal kurz. Bitte mal den Raum sichern. Bitte mal an der Tür bleiben und den Raum sichern. Habe ich kein Multitool? Warte mal. Ich habe mir kein Ding angelegt. Ich, Idiot, habe mir kein Teil angelegt. Jemand muss mich mal heilen. Der müsste aus der Richtung kommen hier. Eigentlich geht's mir gut, gell? Ich glaube, mir geht's gut. Ah, da schießt noch einer draußen. Solange der da draußen ist, ist alles okay. Dienstleiter würde ich auch nicht sagen. Du bist nicht verletzt. Sehr schön, das ist gut. Ja, ich habe... Ey, echt, wie kann man nur so bescheuert sein? Ich habe mir... Guckt euch das mal an. Wir haben nur noch einen Hostile, den wir clearen müssen. Ist wahrscheinlich der Typ da draußen. Guckt euch das mal an, wie bescheuert ich mich ausgerüstet habe. Das ist wie ein Anfänger. Ich habe mir Ersatz-Glibberkacke rangehängt zum Nachfüllen, habe aber quasi das Medi-Tool nicht dabei. Und ich gehe auch auf eine 890-Jump-Mission ohne Reservemagazine. Die KI hat dich durch die Wand gesehen, Glitch. Diese Gang ist wie wenn Darth Vader Leas Schiff boardet. Ja, ich liebe das auch. Ich liebe das auch. Aber dann müssten hier auf jeden Fall ja genug Leute rumliegen. Das heißt, ich werde mich jetzt hier ein bisschen durchlooten. Denn hier liegt jede Menge Zeug rum, was ich mir schnappen kann. Also wenn man schon zu blöd ist, alles mitzunehmen, kann man ja auch sagen, okay, ich hier sammle alles auf. So, hier liegt zum Beispiel eine faule Person rum. Vielleicht ziehe ich doch mal die Knarre, weil einer lebt ja tatsächlich noch. So, Waffe brauche ich nicht. Ich habe hier eine P4, aber P4-Munition wäre geil. Wahrscheinlich haben die Typen aber alle eine P8 dabei und auch P8-Munition. Hier liegt ein toter Kollege von uns. So, ich gehe mal runter in den Hangar. Vielleicht nehme ich die P8 von dem. Der hat nämlich mehr Schüsse. Dann nehme ich noch die.
toll, Hess. Ah, habt ihr die jetzt, fliegt ihr jetzt mit dem Teil rum? Ihr seid ja ganz schön Schlingel. Aber nicht mein Schiff rammen, gell? Und nicht in irgendeinen Planeten. Da ist nichts. Ich glaube, die haben keine Reservemagazine dabei. Der hat eine P4. Der sieht so ein bisschen aus. Rette ihn mit MadPen. Trink mal was, Uli. Ich habe auch nichts zum Trinken dabei, tatsächlich. Also ich bin hier losgezogen, quasi, ja. Es ist wirklich entsetzlich. Da, ich habe nichts im Backpack. Ich bin aber eigentlich nicht, also mir geht's gut, glaube ich. Habe ich jetzt zwei Knarren da dran hängen? Ja, gell? Ja. Aber ich glaube, die Typen sind alle tot. Guten Tag. Ich bin einer von den Guten, gell? Hallo? So, und Benio liegt hier scheinbar irgendwo rum. Ich weiß aber nicht wo. Ich habe keinen Marker von ihm. Ich glaube, es ist wunderschön, dass wir noch leben. Und für den Fall, dass ich was trinken muss, du bist gerade mich rübergelaufen. Du stehst auf ihn. Moment, ich gehe gleich nochmal. Ich kümmere mich jetzt erstmal um mich. Mir geht es gut. Das ist sehr schön, das freut mich. Ich habe aber nichts, womit ich ihn heilen könnte. Ich habe keinen MadPen und ich habe auch nicht so einen Genesungsapparat angelegt. Der mit dem Herzschlagsymbol. Moment. Also ich bin ja hierher gekommen, gell? Hier? Oh, das sieht alles nicht gut aus. Nee, da war ich ja gar nicht drin. Willst du mir das Ding geben? Zum Hangar hinten, okay. Da ist er, gell? Ist er das? Ja, auf dem bin ich gerade rumgelaufen. Uli, hast du mal Waffen verloren nach dem Einloggen? Das bist du, gell? Das ist er. Genau. Bitte mal hier den Benio hochholen. Ich habe nämlich leider nichts zum Hochholen. Schau mal, ob er Map... Ah, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das, was ihr von mir wollt. Also, dann looten wir ihn mal. Hier hat er nichts. Backpack. Sein Backpack ist leer. Das ist sehr traurig. Er ist genauso in den Kampf gezogen, unvorbereitet wie ich. Im Backpack hat er nur eine Knarre, die bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Die Madgun ist leer, ich habe eine Madgun, ich bin auf dem Weg. Gib ihm doch deinen grünen Glibber, da seine Madgun... Ah! Oh, ja, sehr gut. Also pass auf, ich habe grünen Glibber, Hopscott. Ich habe grünen Glibber. Ich gebe dir jetzt grünen Glibber. Moment. Bitte mal nicht so vor mir rumhampeln. So, in meiner Hand halte ich grünen Glibber. Kannst du den sehen? Ich hoffe, dass er nicht despawnt.
Ich werde jetzt meinen grünen Glibber bei dir hinlegen. Vor deine Füße. So, zack. Bitte sammel den grünen Glibber auf und lade den in deine Medipistole, um unseren Freund zu retten. Wenn das jetzt klappt, liebe ich Star Citizen noch mehr. Schau dich das an. Ist doch egal, sorry, dass ich nichts dabei hatte, aber ich habe doch was dabei, das ist doch das Geile. Ich habe den grünen Glibber, aber ich habe nicht die Knarre. Aber dafür hast du die Knarre, weißt du? Zusammen sind wir stark. So, Benio, wir haben dich gleich gerettet. Hoffentlich weiß er, wie das geht. R für Reload. Nicht fallen lassen, gell? Ja, und jetzt... Ja, guck mal hier. Ja! So, und jetzt sammeln den Kollegen auf. Oh, guck mal, wir sind doch gut. Kann man irgendwie in eure Party... Chris the Grey. Da, guck mal, wir haben den hochgeholt. Fand wirklich sehr schön. Alles klar. Sehr gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Du brauchst nicht mit dem Teil auf mich zielen. Da kommt Data Runner. Der knallt uns jetzt ab. Das würde ich feiern. Aber zum Glück macht das nicht. So, ey Chris the Grey, wenn du mit möchtest in Zukunft, dann einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Und dann nehme ich dich in Zukunft mit, wenn du möchtest. So, sehr schön. Wir haben es alle überlebt. Ich fahre mal dahin. Ich bin schon in deiner Lobby. Ja, ich lade aber nur Leute ein, die mit mir befreundet sind. Ich lade nicht unbefreundete Leute aus der Lobby ein. Ich weiß, vielleicht ist das uncool und unspontan, aber ich finde, ich bin schon offen genug. So, was für eine geile Demo, was in Star Citizen so geht, das stimmt auf jeden Fall. So, jetzt hoffe ich, dass mein Schiff noch geht. Hier sehen wir eine zweite 890. Haben die 890s eigentlich alle diese goldenen Verzierungen? Ich glaube, wir sind befreundet. Ich höre hier Raketen rumfliegen. Warte mal, die fliegt dahin und kommt dann von hier. Wer schießt denn da auf uns? Hat da jetzt jemand gerade mit einer Eclipse so aus der Hüfte ein Torpedo abgeballert? Was ist das denn, ey? Wer ist denn das, bitteschön? Wer von euch ist das? Alter Falter, ey, was macht denn ihr, wenn der das Ding aus Versehen trifft? Das ist unfassbar. So, ich lade dich mal ein, Chris. Solange ich noch kann. Kann auch sein, dass ich jetzt von einem Torpedo zerrissen werde, den irgendein Gruppenmitglied auf freundschaftlicher Basis in mich reinballert. Geh da lieber weg. Ich habe aber die Befürchtung, wenn ich in meinem Schiff sitze, mal gucken, ob der mir folgt. Zieht er die Nase nach mir? Man weiß es nicht so genau. Ist das hier meine? Da ist hinten die Rampe offen. Hä, der fliegt mir doch hinterher, der Typ, oder? Schieß dich da raus, Junge.
Ich glaube, dein Schiff ist zerstört, aber ein Redeemer kommt schon als Taxi. Der hat nur 3 Torpedos, jetzt hat er keine mehr, Leute. Feuer frei. Knallt ihn ab. Wenn er wegfliegt, hinterher. Der hat keine Torpedos mehr. So. Ich stehe in deiner MSR. Wo ist denn meine MSR? Ist das nicht diese? Ich hätte es noch viel mehr gefeiert, wenn ich den einfach aus seiner Kanzel rausgeballert hätte. Data Runner steht davor, okay. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht mich abknallt, gell? Ich fliege hier gerade durch. Sonst würde Vigilante mich töten. Das würde im Prinzip, wäre das okay für mich, weil das ist ja eigentlich immer so. Hier habe ich auch keinen Marker. Ich hätte den gerne aus seinem Ding rausgeballert. Nächstes Mal vorher scannen, damit man den Besitzer des Schiffs kennt. Ich habe da so einen Verdacht. Ich kann nicht scannen. Ich sitze nicht in einem Schiff. Ich weiß auch nicht. Ich weiß keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das war. Auf jeden Fall hat er ja nichts gemacht. Der hat dreimal... Also es ist ja nichts passiert, Freunde. Es ist alles gut. Wir haben ihn in die Flucht gejagt. Das ist passiert. So. Da irgendjemand ist hier... Ach, das ist ja wieder er hier. Ixindor. Ich habe hier keinen Hinweis, wer das sein könnte. Ich sehe hier nur Eclipse. Ach, das ist Seppli. Seppli. Sei schon brav, gell? Das ist Seppli. Na also, Seppli ist doch, Seppli ist doch, ist der nicht in der Gruppe drin? Der ist ein guter, ja, lass, also nicht, bitte tötet Seppli nicht. Wo ist denn Seppli jetzt hier? Hail Target Seppli, warte mal. Party? Ist Seppli da nicht drin? Wie kann denn das sein, dass wir Seppli dieses Mal nicht eingeladen haben? Doch, der ist doch in der Party. Seppli ist ein guter, ja. Seppli ist einer von uns, der ist ein guter. Der ist in der Party. Gell? Der tut keinem was. Genau. So, Leute. Feuer frei auf Seppli, würde ich sagen. Nein, Spaß. Spaß, Spaß. Alles gut, alles gut. So. Alles gut. Die Marker buggen nur. Alles gut. Alles klar. So, Freunde. Sehr schön. Jetzt fliegen wir erstmal nach Hause zu PO. Nicht zu PO, sondern nach PO. PO. Port Tressler natürlich. PO wäre ja Port Olisar. Ein Teil von mir ist jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es Seppli ist. Also nicht, weil ich Seppli nicht mag, sondern weil ich gedacht habe, dass wir jetzt einen fiesen Abfucktypen so super lässig in die Flucht geschlagen haben. Aber der hätte vermutlich nicht mit seinen Torpedos auf Menschen geschossen. Zeigt eine Enttäuschung mit einem Abschuss. Nein, nein, nein. Die Freude ist größer, dass es Seppli ist. Es würde sich nicht gut anfühlen, wenn ich ihn abknalle. Und er hätte es auch nicht verdient.
So, Anfrage. Aber echt, wie kann man so lost sein, ohne Medigun in den Krieg zu ziehen und ohne Reservemagazine? Das war wirklich ganz schön bescheuert. Aber Hauptsache... Aber Hauptsache Reservemagazine für die Medigun dabei. Ich liebe dieses Geräusch hier. Landing complete. Have a pleasant stay. Der bekannte Streamer hat Hausverbot, der war heute wieder bei Psyche unterwegs. Also wir wollen jetzt hier die Namen nicht nennen, weil wir wollen ja für den Typen keine Werbung machen. Aber es ist so, dass der besagte Streamsniper, der Spieler Blau gegankt hat und auch Psychshot, der ist wieder da. Und zwar mit demselben Namen. Das heißt, der wurde offensichtlich wieder entbannt. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Aber der Name, den man kennt, der Account war dicht. Und jetzt ist er aber wieder erreichbar. Heißt für mich, dass der Typ wieder entbannt ist. Es gab scheinbar einen Freispruch mit Brechstange. So, jetzt gehe ich mal zurück, aber es hat nicht geholfen. Oh Gott, okay. Ah, jetzt bin ich hier, okay. Also das ist so das, was ich da rausgelesen habe, weil ich verfolge den Typen natürlich auch. Ich habe mir auch den Namen gemerkt und so. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht Werbung für den, weil der ist jetzt nicht so der Wahnsinns-Content-Creator mit dem, was er da macht. Aber jedenfalls ist der Spieler wieder entbannt. Und er hat heute wieder Mist gebaut. Wenn da nochmal was passiert, dann ist wahrscheinlich alles weg. Aber hat er heute wieder Mist gebaut? Bei wem denn? Also wir sind auf jeden Fall immer perfekt ausgerüstet. Aber Psychshot, okay. Er hat heute Psych belästigt, okay. So, Freunde, jetzt stelle ich mich erstmal hier auf und werde mal feststellen, ja, das sieht echt mau aus. Lifeguard Refill? Hä? Wieso habe ich hier keine Ammo mehr? Ach so. Die ist im Rucksack ja draufgegangen. Aber das hier ist meine ganz wertvolle Maßnahme, diesen hier zu machen. Und auf jeden Fall auch diesen hier zu machen. Und dann auf jeden Fall auch den da rein zu machen. Damit man hier nicht komplett wie der absolute Obernoob. Aha, 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 aha. Das ist wahrscheinlich Seppli. Ach, das ist Seppli. Ja, ja, ich kenne ihn. Seppli hat den coolsten Skin der Welt. Guckt euch den mal an hier. Seppli sieht richtig gut aus. Aber Seppli hat auch ein bisschen gelitten. Schade, Seppli. Ich hätte dich sehr gerne, wirklich sehr gerne. Und ich hätte es gefeiert. Vor allem jetzt, wo du mir einen Finger zeigst, mein Lieber. Ich hätte dich sehr gerne aus deiner Kanzel rausgeballert.
mit meiner gelooteten P8. Das wäre echt das Skill gewesen. So, Freunde, du sitzt in einem Torpedobomber und ich habe nur eine Knarre in der Hand. Alles klar. So, wir bauen uns mal da hinten auf, vor dem Ding. Was hat Psycho gemacht? Wir können es ja theoretisch, wenn das heute war, bei ihm im VOD nachgucken. Werde ich, glaube ich, auch mal machen, einfach informativ, um zu schauen, was der gemacht hat. Ich vermute, dass der sich wahrscheinlich nervig verhalten hat, aber nicht so, dass man ihn dafür bannen müsste. Ich glaube, das ist jetzt so ein Trade-off in seinem Verhalten, also dass er halt sagt, ich kill die Streamer nicht, aber ich gehe ihnen halt permanent auf den Sack. Und sowas ist halt nervig, aber halt nicht ein Grund für einen Bann, Freunde. So. Ich schau mal kurz, ob es noch jemanden gibt, den wir raiden können. Und dann mache ich für heute Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder um 10. War ein Banngrund heute, aber nicht so, dass man aus dem... Echt jetzt? Aber doch nicht so, dass der Account weg ist, oder? Okay. Mal schauen. Also nur mal so, falls das hier ein Streamer-Kollege noch sieht. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, gell? Also ich will euch da nicht bevormunden, aber es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, das schon alles im Vorfeld zu machen. Also man kann den auf Twitch schon bannen und man kann ihn auch bei CIG schon bannen. Und dann hat man schon viele Sorgen weniger. Ja, nur mal so ein bisschen kleiner Tipp am Rande, gell? Also wenn ihr schon wisst, wie er heißt, dann könnt euch doch vorbereiten. Ihr müsst doch nicht darauf warten, dass der zu euch stößt, sondern ihr könnt doch in euch gehen, könnt sagen, okay, ich habe Katze und Pisse. Ihr könnt da, Wahnsinn, wir gucken in Friendly Fire rein und das erste Wort, was wir hören, ist Pisse. Nice, sehr schön. Also ihr könnt euch doch überlegen, wollt ihr den Typen challengen im Stream oder sagt ihr euch, nein, das ist mir zu blöd. Dann könnt ihr den komplett schon wegbannen. Von vornherein. Also auf Twitch und auch bei CLG geht alles jetzt schon. Der größte brasilianische Pirat, er hat das Game nicht verstanden. Großer Pirat nur mit Gilde. Ja, also ich habe den, wenn ihr es wissen wollt, ich glaube nicht, dass er jetzt zuhört. Ich glaube auch nicht, dass jetzt jemand von seinen Mates da ist, der dann sagt, ja. Also ich habe den bei Twitch blockiert und gebannt. Und ich habe den schon von vornherein bei CIG habe ich den auch gebannt. Das kann man einfach machen. Das heißt, der kann mir nie eine Freundschaftsanfrage stellen. Das ist ganz leicht. Muss man sich gar nicht drüber ärgern. Und wenn der dann mal irgendwann auftaucht, dann werden wir es dann schon sehen. So, Freunde. Ich gucke mal, ob wir noch jemanden sehen zum Raiden. Und ich durchsuche jetzt mal explizit nach Star Citizen. Warte mal, du folgst und dann hier Kategorien und dann Peng. So, da haben wir warte mal, ich gucke mir mal den an. Ja, ich glaube, den nehmen wir mal. Da läuft jetzt gerade Werbung. So, den nehmen wir uns mal. Richtig so, Uli, Respekt. Ja, Spieler Blau und Psychshot. Ja, eben. Und man muss doch sich informieren. Wenn man es mitkriegt, kann man, wie gesagt, also... Pff. So, bei mir ist auf jeden Fall überall schon blockiert. Uli, kommst du noch DC? Ganz kurz, tatsächlich. So, wir raiden jetzt mal kurz noch X1 SGE.
nicht nur die beiden und andere. Dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Der sieht nett aus. Ich glaube, der wird gerade... Ah, der macht, glaube ich, gerade die 890-Jump-Mission, oder? Der macht, glaube ich, das, was wir gerade gemacht haben. Der freut sich bestimmt jetzt über einen Raid, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder um 22 Uhr. Schlaft gut nachher, frühstückt schön, schönen Sonntag und wir sehen uns morgen wieder 22 Uhr. Bis dann. Gute Nacht. Wir reden jetzt noch X1 SGI, den kenne ich gar nicht. Dem habe ich noch gar nicht gefolgt. Das werde ich jetzt gleich machen. Und wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Vielen Dank für den Stream. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr schön. So, wir gehen so und so. Alles klar. Vielen Dank, Freunde. Wir sehen uns morgen. Schlaft gut und gute Nacht. Bis morgen, 22 Uhr. Bis dann. Genau, Überfall. Bis dann, Freunde. Herz für euch. Ich schalte um und dann geht's los. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also bis dann. Ton an und los geht's. Geschütze mir nicht. Achso, okay. Ich glaube, Amira möchte jetzt böse sein. Hab ich das Gefühl, und an jeden, der diesen Stream auf YouTube sieht, vielen Dank fürs Zusehen. Gute Nacht und bis dann. Tschüss.